Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Und schaut mal, was ich für euch habe. 75593 Hogwarts Peitschende Weide. Ganz genau so ist es, von 2018. Red Monster von Xingbao, die 030 12.500 Teile, ein Fest, da steht er. Kostet so rund 60 Euro. Und der gehört da rein, das ist wichtig. Man braucht bei einer Lok eine Tür. Wenn einem das aber jetzt als Zugriff nicht genug sein sollte, dann öffnet man, wenn man nicht so dappig ist wie ich, eine Klappe. Und dann kann man wirklich wunderbar das bespielen. Oder zumindest jemanden reinsetzen. Merkt man, dass hier diese 6x6 Parabolspiegel drin sind? Kennt ihr auch vom Elend? Und ich habe es euch auf dem Emerald Knight gezeigt, aber da mit den nicht gefüllten Noppen, was das Ding richtig teuer macht. Und jetzt haben wir hier diesen Aufsatz. Steht aus diesen drei Konnektoren mit dann diesen Dingern drauf. Und drin sind 6 von den blauen Halbpins. Das sind diese hier. Bei mir geht es, wie gesagt, darum, möglichst viel auf möglichst kleinem Raum zu präsentieren. Man kann selbstverständlich dran drehen. Man sieht dann diese Figuren. Das ist alles okay. Was machen wir denn jetzt? Da, Dreierachse durch das Ding. So ist es. Habt eine tolle Zeit. Bis bald. Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Sprechplanet bei Massengeschmack TV. Heute haben wir einen Gast, den sich viele von euch gewünscht haben. Und zwar schon seit sehr langer Zeit. Immer wieder wurde ich darauf angesprochen per Mail, bei Treffen hier, ob wir ihn nicht mal einladen können. Haben wir gemacht. Eigentlich antwortet er nicht auf Mails. Bei mir hat es doch geklappt. Er ist da, der Held der Steine, Thomas Panke. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, freue mich hier zu sein. Tatsächlich steht überall, man soll dich besser anrufen als Mails schreiben. Liegt das daran, dass du sonst einfach geflutet wirst? Genau, es ist natürlich, also ich bin ja in erster Linie ein Händler, ja. Und natürlich habe ich Geschäftszeiten und ich wollte dann angerufen werden für die Dinge, die den Laden betreffen hauptsächlich. Ah, ja, aber okay. Natürlich wollten mich sehr viele einfach mit Links anfragen, haben mir Bilder ihrer Sammlung geschickt, haben mir irgendwelche wollten Fragen haben, was sie denn als nächstes kaufen sollten. Und da kamen einfach, es kamen hunderte, tausende E-Mails rein und ich habe keine Chance, die in irgendeiner Art und Weise abzuarbeiten. Und deswegen war dann die Idee, ruft mich einen Tag, bevor ich aufmache, an. Da kann ich kurz was für euch reservieren, kann schnell eine Frage beantworten. Das geht mal in einem Halbsatz einfach wesentlich schneller, als eine komplette E-Mail zu beantworten, wo man ja auch ein bisschen die Form natürlich wahren möchte und nicht einfach irgendwas zurückfeuert. Und deswegen war die Idee, ruft mich an und bitte keine E-Mails. Bei einer E-Mail kriegst du sonst noch so schnell so einen Chat-Effekt, dass du dann direkt wieder eine Nachfrage bekommst. Und das, also eine Frage, die wirklich mir oft zugetragen wurde, darf ich nicht vergessen. Deswegen fange ich damit direkt an. Wie bist du auf deine Begrüßungsformel gekommen, die du in jedem Video ausführlich zelebrierst? Wie ist die entstanden? Ich wollte zur Welt sprechen. Das war die Sache. Also diese Nummer, ich brauche einen Balkon, damit ich zum Volk sprechen kann. Ich wollte diese Bühne haben und dann auch die Welt. Du wolltest es also extra ein bisschen pomposer darstellen. Ein ganz klein wenig. Ich habe den Hang zur Untertreibung und dementsprechend kam ich ja auch mich selbst dazu, Held zu betiteln. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich spreche jetzt mal ein wenig zur Welt. Und so ist es entstanden. Und dann, es war ja im allerersten Video, hatte ich das ja in der Form nicht. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen ausgeufert, bis es dann dieser komplette Text war, der auch immer noch mal irgendwie eine kleine Erweiterung bekommt oder der letzte Satz ändert sich mal. Oder irgendwas. Mal verschwindet ein Wort daraus, das ist auch schon mal passiert. Das ist auch schon mal passiert, genau. Ja. Und das sind so die Feinheiten. Aber ansonsten hat sich das dann irgendwann eingespielt und als mich die Ersten darauf angesprochen haben, habe ich ihn dann natürlich auch beibehalten. Es muss ja dann einen Wiedererkennungswert geben und das ist zum einen erstmal mein freundliches Lächeln zum Beginn des Videos, das leicht starre, wahnsinnige und dann dazu dann dieser Satz. Mhm. Und du bist immer unglaublich positiv und fröhlich. Also du versuchst auch gerne mittendrin eine sehr übertriebene Fröhlichkeit da rauszuholen. Ist das auch so entstanden über die Zeit? Also auch diese Floskel mit, es wird wunderbar. Oder sag ich sowas? Die kommen aus meinem Privatleben, die habe ich dann aber irgendwann einfließen lassen, als das, sagen wir mal, menschlicher werden sollte und nicht eine reine Produktbeschreibung, sondern das dann so ein bisschen rüberbringen. Und das ist die Sache, ich gestikuliere viel und ich benutze viele Attribute in der Sprache und ich mache nur Dinge, die ich mag. Dementsprechend habe ich das auch in meinem Privatleben immer so gemacht und auch früher schon, auch im Job sonst was, habe natürlich mich ein klein wenig gefeiert, die Dinge, die ich tue, ein klein wenig gefeiert und natürlich den anderen gesagt, ihr müsst doch darum kümmern, dass es bei euch auch großartig wird. Also es ist auch so außerhalb der Videos so ein bisschen Teil deiner Person geworden. Ich glaube eigentlich, dass die mich länger kennen, einfach denken, ja, so redet der. Das ist schon authentisch.
Das passt. Ja, es ist jetzt hin und wieder kann man sich da einen Spaß draus machen und das ein klein wenig überzeichnen und das ein bisschen ins Extreme führen. Aber prinzipiell passt das und es ist ja die Hauptsache, weswegen ich selbstständig bin, dass ich die Sachen machen möchte, auf die ich Lust habe. Wenn ich dran denke, denke ich, ja, das ist genau das Richtige, das klingt lustig, da muss ich vielleicht drüber lachen, wenn ich die Planung schon mache, denke ich mir, ja genau, in die Richtung wird es gehen. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Lego-Laden zu machen? Du hast eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, habe ich gelesen, hast aber auch studiert. Du bist auch nicht in Frankfurt ursprünglich aufgewachsen. Wie ist die Idee gekommen? Immer mal. Ich bin in Frankfurt und Wien aufgewachsen, im fröhlichen Wechsel. Es ist daraus gekommen, dass ich habe vorher bei einer Aktiengesellschaft gearbeitet und war halt in diesen klassischen Konzernstrukturen drin und die liegen mir nicht. Dafür bin ich nicht der Richtige. Da habe ich zu oft eigene Gedanken, die man natürlich nicht durchsetzen kann oder auch vielleicht gar nicht erst plant durchzusetzen, weil es gibt ja eine Form, in der man steckt. Und das war nichts mehr für mich. Und danach hatte ich gedacht, ich möchte einen Laden haben. Ich fand die Idee eines Kaufmannsladens einfach sehr attraktiv. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Idee hat es als Kind ja jeder mal. Jeder möchte mal einen eigenen Laden haben. Und ich habe mir gedacht, dann musst du das machen. Und die Voraussetzungen waren hervorragend. Der wunderbar boomende Onlinehandel hat viele alte, schlechte Läden gekillt. Und leider auch ein paar gute, aber auch viele alte schlechte. Das heißt, der Markt war leer und es gab offline keine Konkurrenz. Und ich habe ja keinen Online-Shop und hatte auch keinen Online-Shop für meine Sets. Und deswegen auch die E-Mail-Geschichte, lieber anrufen und zu mir kommen. Das ist der Offline-Kontakt, den ich haben möchte. Das wird auch so bleiben. Das wird auch so bleiben. Und ich habe immer mal zwischendurch zu Weihnachten vielleicht bei irgendeiner Aktion gehabt. Und dann habe ich mir gesagt, schickt mir was, ich schicke euch das Zeug zu Weihnachten raus, weil es nicht jeder zu mir schafft, einfach logistisch. Aber ansonsten... andere können das. Amazon macht das toll. Ja, so. Kauft euer Zeug da. Das ist in Ordnung. Und wenn ihr aber offline eine Beratung haben wollt, kommt ihr zu mir. Und in Frankfurt, das wird in jeder anderen Großstadt genauso sein, gibt es halt die großen, unpersönlichen, schlechten Ketten. Und Galeria Kaufhof, Karstadt, die üblichen, wo man überall Rabatte findet und immer dann wieder diese großen Sets und stehen hat. Richtig, ganz genau. Und dann Toys R Us oder jetzt Smith Toys, was weiß ich. Und die sind ja völlig generisch und halt einfach überhaupt nicht attraktiv. Da bestelle ich lieber online. Und darüber verdienen ja auch ihr Hauptgeld, deren Online-Geschäfte. Und dann mache ich das online und offline sind gute Leute da. Und es gibt aber in Frankfurt immer noch ein, zwei kleine Läden, aber Frankfurt mit Umgebung hat 4 Millionen Leute. Also da schafft es noch ein kleiner Laden, so wie ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Laden auf. Und dazu kam dann die Lego-Idee, dass Lego 2, 3 wahnsinnige Vorteile hat oder so ein Klemmbaustein-Spielzeug wahnsinnige Vorteile hat, es wird nicht schlecht. Das heißt, es gibt keinerlei Schwierigkeit, dass wenn du dir was ins Lager legst, das wegschimmeln kann. Ja. Gleichzeitig, ich interessiere mich sehr für IT und PC-Systeme und solche Geschichten, aber das Zeug kaufst du dir als kleiner Händler, Liquidität ist ein Thema und nach einem halben Jahr ist das Zeug nur noch die Hälfte wert. Ja. Ja. War also auch für mich raus. Und da habe ich mir gedacht, dann gehe ich doch auf ein Produkt, was den Wert hält oder im Idealfall vielleicht sogar den Wert steigert. Das heißt, mein Lager wird möglicherweise noch ein klein wenig wertvoller. Und was natürlich eine hohe Beliebtheit hat beim Markt. Was für mich wichtig war, denk mal an Handyladen, da gehen die Leute hauptsächlich rein, wenn irgendwas mit dem Handy nicht funktioniert hat. Da motzen sie rum und sind schlecht drauf und wollen keine Ahnung was. Das Problem gibt es bei so einem Spielzeug nicht. Die Leute kommen rein und sind fröhlich. Erinnern sich entweder an ihre eigene Kindheit oder haben quietschende Kinder dabei, die sich freuen, da zu sein. Das heißt, die Stimmung im Laden ist positiv. Und ich wollte, dass wenn die Leute zu mir in den Laden kommen, sie fröhlich sind, damit sie mich nicht runterziehen. Gleichzeitig bin ich auch fröhlich, weil ich mich auf die Kunden freue. Und dementsprechend geht es hoch. Hat das von Anfang an so funktioniert? Ja. Ah ja. Das hat funktioniert. Also ganz selten, es kommt immer mal jemand rein, der einen schlechten Tag hat. Ja. Aber ansonsten, ich kam auch mal zwischendurch auf die Idee, dass ich in den ersten 2 Jahren hatte ich auch mal ganz kurz so einen kleinen Paketshop mit dabei und habe gedacht, das wäre eine super Idee, dass ich mich noch ein bisschen mehr auslaste in der Zeit, wenn am Anfang natürlich noch nicht so viele Kunden da waren. Ja, machen ja viele. Richtig. So. Und dann habe ich gemerkt, dass Paketkunden schlecht gelaunt sind. Das Paket ist weg, weil man hat die doofe Fahne von der Firma draußen stehen. Das heißt, die kommen auch zu einem, wenn sie ein Problem hatten in irgendeiner Form. Sicher. Gerade und wenn sie es bei dir abgegeben haben. Ganz genau. Zum Beispiel, das habe ich doch bei dir abgegeben, wo ist denn das Paket gelandet? Und ich sagte, dass das mich überhaupt nicht interessiert, dieses Thema. Sonst wäre ich in der Branche tätig, in irgendeiner Form. Ich finde es gruselig. Und ich hatte schlecht gelaunte Leute bei mir im Laden. Ich dachte, das Fähnchen kommt direkt wieder runter. Alle weg. Und ich konzentriere mich wieder auf mein Kerngeschäft, das ich lenken kann. Und bin nicht abhängig wieder von einem großen Konzern, der es auch wieder nicht auf die Kette kriegt. Das mache ich nicht. Und das hat funktioniert. Die gute Laune war da. Also ich für mich als gute Laune-Insel. Und dann kamen Leute dazu, die konnte ich dazu bringen, dass wenn sie bei mir sind, dann auch entsprechend freundlich sind. Weil es gibt ja viele, die den kleinen Händler auch also ein bisschen als Dienstleister so ein bisschen rumscheuchen wollen. Aber die Kunden kann man sich auch gut erziehen und dann klappt das. War denn die emotionale Bindung zu Lego auch bei dir
so ein bisschen da vorher schon? Oder? Das hat gut geklappt. Bin ja Playmobil-Kind. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ein Playmobil-Kind, natürlich. Das war auch bei mir im Freundeskreis, gab es ganz klare Playmobil-Leute. Zu denen sind wir gegangen für die coolen Ausrüstungen. Western, die Cowboys, die Ritter, coole Ausrüstungen dabei. Das war klasse. Und so, bei den Legos waren wir dann zum Basteln. Klar, kann man super machen. Ich habe ja auch viele Kunden, die haben 50-50 zu Hause, also ist ja kein Problem. Und ich hatte das als Kind natürlich, dann hatte ich Sport und Mädels, so die übliche Sache, das löst sich ja dann ab. Und dann nach 20 Jahren habe ich dann durch so ein bisschen die Hirnlehre im Job ein bisschen wieder nach Hobbys gesucht. Mhm. Und dann habe ich mal ein Puzzle gekauft oder mal irgendwas und dann habe ich alte Lego-Sets wieder bei eBay entdeckt. So fing das an, dass du das quasi professionalisiert hast. Du bist als Erwachsener wieder an das Thema gekommen, hast es so ein bisschen mit Retro-Gedanken wahrscheinlich dann... Ja, guck mal, die Burg, die hatte ich mal. Ja, genau. So. Ja. Genau. Wir haben uns alle schon unser Spielzeug bei eBay zurückbestellt. Das macht jeder irgendwann. Macht richtig Spaß. Und das habe ich auch gemacht, habe das Ding dann zuschicken lassen, habe es natürlich gereinigt und geguckt und geschaut und dann halt wieder aufgebaut. Coole Sache, sehr entspannt. Und habe es dann natürlich aber auch wieder verkauft. Ja. Bin ja kein Sammler, bin ja Händler. Und das war dann ein großer Spaß. Das habe ich so ein bisschen gemacht und dann habe ich mir gedacht, gut, das wird andere auch bespaßen, ganz sicher. Gerade wenn du siehst, was du da bezahlt hast bei eBay womöglich, gab es ja andere, die auch mitgeboten haben. Gab es andere, die haben auch mitgeboten, die Preise sind stabil für die Sachen, aber wenn man es natürlich ein bisschen schöner macht und ein bisschen wieder vervollständigt und ein bisschen aufhübscht das ganze Ding, kann man es natürlich auch noch teurer wieder verkaufen. Ja. Und da ist der Händlergedanke natürlich sofort angesprungen. Aber mein Hauptgeschäft waren ja nicht die gebrauchten Waren, sondern es ging nur darum, dass ich anderen dann gesagt habe, wenn ihr den klassischen Bürojob habt und ihr habt nichts, was man anfangen kann. Man möchte mal wieder also anfassen, man möchte ein haptisches Erlebnis haben, man möchte auch einen Erfolg am Ende des Tages. Und viele sitzen nur in Meetings den Tag über und schaffen nichts und kriegen also kein Ergebnis, kein, was man irgendwie anfassen kann, dass man was das ist richtig, abgeschlossen schon gar nicht außerhalb der Firma anfassen kann. Man hat vielleicht einen neuen Folgetermin generiert und richtig. Das ist dann der Erfolg des Tages. Genau. Ja. Und das ist... Das kann ganz toll sein, sind großartige Jobs, will gar nicht sagen, viel Spaß da draußen, aber ich wollte mal abgeschlossen, hat geklappt. Ja. Vielleicht sogar, das bin ich überhaupt nicht was Kreatives, dass man aus den Sachen was Eigenes baut, dass man auf die Idee kommt. Und andere haben das gemacht, um sich mal wieder zu konzentrieren, keine Ahnung, Schlaganfall gehabt, wollten mal wieder einfach sich sammeln oder mussten irgendwas auch einfach als eine Art Therapie, mal wieder Bewegungstherapie in diese Geschichten, sich fokussieren, irgendwas Hand-Auge-Koordination, ich habe keine Ahnung, alles, was man machen möchte. Und da kamen dann sehr viele wieder ran und haben das gut gefunden. Ich habe ja auch ein sehr erwachsenes Publikum bei mir im Laden gehabt, schon immer. Die Kinder in der Nachbarschaft waren natürlich recht begeistert, dass ein Lego-Laden aufmacht. Die fanden es natürlich großartig. Die kamen dann für die klassischen Spielthemen, für das Rollenspiel. Was hast du auch Duplo im Laden? Auch Duplo. Ah ja. Und das ging, noch gekauft? Ja, also vor allem stark, als ich den Laden aufgemacht habe. Das war ja auch noch der Punkt. Ich habe 2011 gekündigt, genau, 2012 habe ich dann die Planung gestartet. Und das war ja der absolute Höhepunkt von Lego. Also da waren die Produkte sehr, sehr gut. Im Markt wurde Lego als 100% positiv aufgenommen. Die Innovation war da. Und unbegrenztes Wachstum. Und da habe ich natürlich gedacht, das ist ein Riesenmoment, da gehst du rein. 2-3 Jahre früher wäre noch besser gewesen, aber das war gut und da hatte ich natürlich auch Duplo und es lief auch sehr gut, ja. Hast du überall stehen und sagst auch oft, dein Laden ist sehr klein. Das hast du mir eben schon gesagt, du hast gesagt, man kann von der einen Seite zur anderen fassen, zumindest die Regale, also da ist nicht viel Platz für Leute. Und trotzdem hat das von Anfang an funktioniert. Ist das nicht auch ein sehr großes Risiko, mit einem kleinen Laden zu starten? Oder? Ich hab am Anfang noch einen Wechsel gemacht. Also ich bin immer noch in der gleichen Straßenkreuzung. Gegenüber war noch ein Laden, der hatte sehr viel Schaufenster. Aha. Das waren knapp 13 Meter Schaufenster. Aber der Laden war überhaupt nicht tief. Das heißt, es war ein komplett offener, so ein Showroom. Man konnte von draußen genau sehen, was drin passiert. Den hatte ich zum Start noch. Und dort habe ich in den Schaufenstern natürlich über viel Fläche, sagen wir mal, Produkte ausstellen können. Dass du auch mal zeigst hier, ich bin da. Genau, damit es nicht nur jetzt habe ich ja noch diesen ganz putzigen kleinen Altbauladen, wo man einfach nur zwei Scheiben hat und ein paar Treppen, dass man so hoch geht, so ein klassischer alter Laden. Ja. Und ist auch großartig, es war früher eine Bäckerei, ich habe im Keller immer noch den großen Ofen, es ist alles noch da, es gefällt mir alles sehr gut. Aber der erste Laden war tatsächlich, der war nüchterner, einfach nur möglichst viel reinzupacken. Also hatte nicht so viel Charme, hatte überhaupt Fläche, aber keinen Charme. Richtig. Ja. Und viel Schaufensterfläche, deswegen war ich natürlich gut zu sehen. Ich hatte den roten Würfel oder habe ihn ja immer noch draußen hängen. Und dann ging das los und vor allem Lego ist eine starke Marke, jeder kennt es. Und da ja sonst keiner mehr Lego hat, außer halt, wie gesagt, den großen Ketten, war es natürlich mal spannend für die Leute reinzugehen, mit jemandem zu reden, der sich vielleicht sogar mit dem Produkt auskennt, das er verkauft. Ja. Du bist ja in der Tat nicht nur Verkäufer, sondern auch Experte.
Das zeigst du in deinen Videos, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Es ist eigentlich so, in den größeren Städten, wenn man da durch die Läden, also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel einen Lego-Laden, in Köln gibt es einen Lego-Laden. Ja. Sind das auch so einzelne Händler wie du oder sind das Filialen? Das sind Filialen. Frankfurt hat ja auch den Lego-Laden, den Flagship-Store. Okay, also das sind schon dann quasi offizielle... Das sind die offiziellen Vertretungen von Lego, genau. Es ist schwer, da reinzukommen, sich dann quasi auch einen Laden da aufzubauen? Nein, ist ja, kannst du morgen. Also ist kein Problem. Machst den auf, hängst den Lego-Würfel dran, den kauft man. Ah ja. Und den setzt du dir dran, kannst auch bei eBay dir einen besorgen und klopfst den dann an die Wand und bist ein Lego. Also ich meine, ich habe mich ja offiziell, in meinem Namen ist ja auch nicht Lego, Held der Steine. Ja. Damit darf ich nicht werben. Meine Webseite darf auch kein Lego beinhalten in irgendeiner Form. Also bist sozusagen ein Laden. Ich bin freier Händler. Genau, der halt sowas hauptsächlich hat. Genau, klassisch wie bei den Autofirmen auch, dass es irgendwie die Niederlassungen gibt von Mercedes und halt die freien Händler, die halt auch Mercedes verkaufen. Aber ich darf auch, keine Ahnung, ich hätte auch Matchbox-Autos bei mir dazustellen können, dass ich exklusiv ausschließlich Lego verkauft habe, war meine Entscheidung. Und die Entscheidung war auch klar oder hast du da lange überlegt? Nee, das war klar. Ich dachte, ich wollte ja besser sein als der Kaufhof oder Toys R Us. Das war der Punkt. Ich habe gedacht, ich fokussiere mich auf eine Sache und die mache ich richtig. Und dann habe ich auch das Vollsortiment. Und das ist der große Punkt. Weil, wie gesagt, ich merke ja selbst, was ich mache. Entweder ich weiß, was ich haben möchte, dann gehe ich los und suche den besten Preis. Mhm. Und den sucht man online meistens. Und dann sucht man, das geht über ein Vergleichsportal und dann ist man drin, welches auch immer, landet bei welchem Online-Händler auch immer. Mhm. Ganz oft auch beim Kaufhof. Ich will die gar nicht schlecht reden. Ich habe bei denen schon oft gekauft. Also so. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich nicht weiß, was ich haben möchte und ich weiß nur, ich brauche ein Lego oder ich habe gehört, das soll gut sein, lass uns das doch mal angucken. Dann muss ich mit irgendjemandem reden. Und wenn die Kundenrezensionen im Internet nicht ausreichen, um mich zu informieren, dann muss ich halt mit jemandem reden. Man braucht einen Experten. So, und dafür geht man eigentlich zum Fachhändler. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, so einer will ich sein. Und dann kommen die Leute zu mir, wenn sie eine Frage zu Lego haben, kann ich sie beantworten. Das war der Anspruch an die ganze Geschichte. Ich habe so einen ähnlichen Fall mit einem Freund von mir letztes Jahr gehabt in Düsseldorf. Der wollte eine Kamera haben, eine sehr professionelle Kamera, mit der er filmen kann und alles. Dann waren wir naiverweise beim Saturn, um mal zu gucken, was die Preise sind. Ja. Und die Beratung sah wirklich so aus. Da haben wir einen Mann gefragt, der dann einfach so ein Heftchen, Stift und Warentest, ja, das ist das Beste, das sehen Sie doch da. Und dann waren wir tatsächlich bei so einem kleinen Laden auf der Königsallee und die haben uns da 2 Stunden beraten, unverbindlich. Da haben wir trotzdem was gekauft dann, aber das war eine ganz andere Welt. Also tatsächlich, wenn man gar keine Ahnung hat, dann bringt das alles nichts. Dann, ich weiß gar nicht, was da für Leute... Sind die so wenig geschult? Gibt es bei den großen Kaufhäusern keine Mitarbeiter, die sich so ein bisschen auskennen? Da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich auskennen. Aber du musst halt Glück haben, dass du in der Filiale an dem Tag stehst, mit der Schicht hat. Ja. Und das ist halt die... es gibt ja auch im Lego-Laden, wenn du da reingehst, gibt es da auch welche, die sich ernsthaft auskennen. Aber es ist ein inhabergeführter Laden, da steht halt der Inhaber drin und der kennt sich dann aus. Mhm. Ich meine, einen schlechten inhabergeführten Laden kennt, weiß der auch nichts. Aber das ist halt der Thema. Ich wollte einfach sicher gehen, wenn ein Kunde zu mir kommt, ich war Montag bis Samstag da, die 6 Tage am Stück, kommst du vorbei, stehe ich drin. Ich hatte ja nie einen Angestellten. Es war immer ich und du konntest dich darauf verlassen, dass du die Info kriegst. Und das sollte das sein, was den Laden treibt. Und das hat den Laden auch getrieben. Und ich bin mir auch sicher, diese Kombination ist ideal, dass man für die Fläche den Onlinehandel hat, für die Leute, die einfach nur die Ware haben möchten. Und wenn du halt was Spezielles möchtest, gehst du in den Laden. Ich finde, die Ergänzung für mich zwischen Online und Offline ist großartig. Das ist jetzt auch gar nicht so sehr als Konkurrenz, sondern als eine ganz andere Klientel von Kunden, die da halt zu dir kommen. Richtig. Ja. Deswegen sehe ich auch diesen politischen Kampf zwischen On und Offline und dass die großen Online-Läden zerstören uns die Städte und so ein Blödsinn. Also ich finde ein Kaufhaus, was in der Stadt steht und nichts aussagt, wesentlich schlimmer als irgendein Online-Handel. Ja. Da hätte ich lieber bei uns in der Innenstadt, jetzt bei euch da auf der Allee oder auf der Zeile, hätte ich lieber ein paar Läden, die was können. Und dann fände ich die Stadt auch wieder attraktiv und würde wieder in die Innenstadt gehen. Aber bevor ich bei uns in die Innenstadt gehe, kaufe ich online. Ja. Also auf jeden Fall. Wie hast du dich denn damals in dieses Thema eingearbeitet, dass du dann auch wirklich so ein Experte wurdest, dass du dir das Sortiment beschafft hast und wie hast du dir das ganze Know-how herangeholt? Ich habe das Sortiment aufgebaut. Ah ja. Einfach, ich saß ja im Laden, es war ja am Anfang nicht so, dass ich tatsächlich die 10 Stunden irgendwie bestürmt worden wäre. Wahrscheinlich nicht. Ich hatte Leerlauf zwischendurch, deswegen kam ich auch auf die irrgeleitete Idee, Pakete anzunehmen. Und da habe ich gedacht, dann nimmst du einfach mal das erste Set und machst es auf. Und dann baust du es auf. Und ich hatte ja auch gleichzeitig noch, wie gesagt, über die Plattform Börsen habe ich mir noch alte Sets gekauft. Und dann siehst du ja auch dann die Veränderungen, was hat sich an den Teilen getan, wie haben sich die Bautechniken verändert, was ist einfacher, was ist schwieriger geworden. Und dann kann man ja die Kunden entsprechend dann beraten. Und natürlich haben mir die Kunden enorm geholfen. Ja.
weil die Kinder kamen ja rein, nach der Schule sind die ja dann direkt zu mir gekommen, klare Sache, und haben dann versucht, den Tag bei mir zu verbringen, bis ich denen dann und den Eltern klar gemacht habe, dass ich keine Kindertagesstätte bin, sondern schon auch der Ladenfokus da sein sollte. Und, aber ich habe mich mit den Kindern natürlich unterhalten und mit denen dann den Katalog angeguckt. Und wenn du mit den Kindern den Katalog anguckst, merkst du, was sie drüber blättern. Mhm. Was ich spannend finde, ist ja Marktforschung direkt am Objekt. Mhm. Und dann kriegst du von Eltern Feedback, sie haben was verschenkt, das war total super. Oder viele Eltern fragen mich auch, ich brauche was für 3 oder 4 Stunden. Weil sie einfach Ruhe brauchen, was weiß ich. Die haben noch irgendwas zu tun am Wochenende für die Arbeit und das Kind muss 3, 4 Stunden beschäftigt werden. Und auch positiv, dass er auch Freude daran hat. Selbstverständlich und vor allem auch pädagogisch wertvoll so. Und all diese ganz wichtigen Themen. Ja. Und die meisten kaufen eine DVD und hauen sie rein oder machen Netflix an. Aber hin und wieder wird dann so ein Set gekauft und dann sagen sie hier 3, 4 Stunden, 8 Jahre alt, los geht's. Mhm. Und das kriegst du dann halt irgendwann als Erfahrung mit, was dann passt. Mhm. Ist die Qualität eigentlich, wenn man sich ältere Sets kauft, besser gewesen damals als heute? Das ist vielschichtig. Also ich glaube, kann man das pauschal sagen? Nein. Ich glaube, das ist die Bautechniken sind wesentlich fortgeschrittener mittlerweile. Also das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das ist Wahnsinn geworden, was die in die Sets reinbringen. Es gibt mittlerweile am Markt, weiß ich nicht, zeitgleich 500-600 Sets. Damals waren es vielleicht mal eine Handvoll. Mhm. Das ist schon unglaublich, was man mittlerweile bekommen kann. Also wenn man es jetzt zu den 80ern vergleicht. Also als ich dann irgendwie mit Lego aufgehört hatte, später 80er. Zu heute, das ist unfassbar, was da geworden ist. Aber gleichzeitig guckt man auch zurück und schaut sich die Sachen an, wie klar strukturiert die waren und wie erweiterbar die Sachen waren, welche Themen angeboten worden sind. Und dann wird man, dann kommt der große Schuss Nostalgie rein und dann sagt man, also damals so eine Burg, das war schon was Tolles. Aha, aha. Ist es eigentlich schwer, Ersatzteile zu bekommen? Also wenn man was ganz Kleines braucht, kann man sowas auch bei dir bekommen? Oder wäre das dann schon sinnvoller, das online zu bestellen? Also ich hatte über Jahre einen Bricklink-Shop, einen sogenannten. Mhm. Das ist eine große Plattform, wo man alle Teile, also es ist einfach eine Datenbank, eine große Ersatzteil-Datenbank. Und da kann man sich als Händler andocken und dann aus dieser Datenbank einfach rauspicken, was man zur Verfügung hat. Ja, und der Kunde kann es kaufen. Generiert man seinen Shop daraus. Ganz genau. Ja, okay. Mhm. Das ist eine großartige Plattform von der technischen Seite her. Die Bedienbarkeit ist gruselig, aber es ist halt eine Datenbank. Mhm. Und die Steine konnte man online bestellen und dann bei mir im Laden abholen. Ich hatte auch viele Ersatzteile da, dass ich einfach, wenn jemand einen Teil verloren hatte, hatte ich das meistens einfach da und konnte es rausgeben. Aber das ist dann mit der Kundenzunahme und vor allem mit meiner Ersatzteilmenge, die gewachsen ist, war es irgendwann logistisch nicht mehr möglich. Dafür hatte ich dann eigene Räume, wo die in Regalreihen gelagert waren. Ja, also das, wie das bei dir so aufgestiegen ist, ist ja gigantisch. Meinst du, das wäre auch ohne YouTube so gut gelaufen? Also du hast jetzt heute nur noch 3 Tage im Monat den Laden geöffnet. Richtig. Das ist ja erstmal, wenn man das nur auf den Laden bezieht, ein super Luxuszustand, den du da vorbereitet hast. Ich finde es großartig. Wäre das auch ohne YouTube gegangen oder war das schon ein großer Push? Das war ein Push. Also der Laden lief gut, auch der YouTube-Push, der erste kam Ende 2017 und dann ging es ernsthaft los. Mhm. Aber die Jahre davor, also ich habe den Laden ja 13 aufgemacht, 14, 15, 16, ist er konstant stark gewachsen. Ah ja, okay. Also der Laden lief und ich habe dann ja auch schon den Montag geschlossen. Das habe ich auch schon gemacht, bevor YouTube überhaupt da war. Mhm. Und das war alles in Ordnung. Und es war dann so der Punkt, dass man sich überlegt, was reduziert man irgendwie, weil der Punkt nicht mehr da gewesen wäre, dass ich es hätte alleine schaffen können. Dann wäre die Sache gewesen, ich muss mir jemanden zweiten dazu nehmen. Wäre eigentlich erstmal so die logische Konsequenz von außen betrachtet. Das wolltest du aber gezielt nicht. Das wollte ich gezielt nicht. Es wäre möglich gewesen in gewisser Weise, dass ich sage, ich ziehe einfach jemanden heran und bringe dem alles bei. Weil das Problem wäre gewesen, dass er die gleiche Beratungsqualität liefern muss, wie ich sie habe. Weil ansonsten wäre mein Konzept ja wieder nicht aufgegangen. Und das war die größte Angst. Aber das hätte ich wahrscheinlich hinbekommen, einfach dadurch, dass wir zu zweit dauerhaft im Laden gewesen wären. Da muss ich nur jemanden finden, der bereit ist, die Stunden zu arbeiten. Aber wie gesagt, das wäre aber irgendwie gegangen, vielleicht mit 2 in Schichtbetrieb, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, ich habe dann, YouTube ging dann Hand in Hand immer besser. Und die Leute haben es aufgenommen, dass ich die Beratung online gemacht habe, sozusagen, und die dann auf ihren Online-Kauf vorbereitet habe. Weil natürlich die Frage kam, ich würde gern vorbeikommen, ich habe gehört, du machst das gut, aber ich wohne in Kiel. Schlecht. Ja, sitze in München, bin in Dresden. die kamen zwar sehr häufig zu mir, weil man durch Frankfurt halt durchreist, durch die gute Lage oder durch den Flughafen oder was auch immer. Und sehr viele, ich hatte wiederkehrende Leute, die zu 2, 3 Messen im Jahr kamen und sind dann immer davor oder danach zu mir in den Laden gekommen. Aber die wollten halt nicht nur an den 3 Punkten kaufen, sondern hatten zwischendurch Fragen. Dementsprechend ist YouTube ja entstanden, dass ich den Leuten das auf die Ferne erklärt habe, was ich meine. Und dann konnten sie es selbst irgendwo kaufen. Es sollte eine Ergänzung quasi zu deinem Laden sein, um das Ganze so ein bisschen breiter aufzustellen. Ganz genau. Also es war am Anfang einfach eine Beratungsleistung. Ja.
Und die war ja auch gar nicht monetarisiert, geht ja bei YouTube gar nicht, wenn man anfängt. Und das war einfach nur eine Ergänzung dazu und natürlich, um bekannt zu werden, wenn man nach Lego sucht, mit Frankfurt in Verbindung, dass ich halt bei den Google-Suchergebnissen oben stehe. Das war einfach die Sache. Meine Videos wurden als Ergebnisse eingeblendet, was natürlich für mich einen Werbeeffekt hatte. Weil ja, das mega. Wenn man dich schon mal sieht, dich schon mal hören kann, womöglich den ganzen Abend so eine Playlist laufen lässt, dann ist man ja fast schon nächsten Tag bei dir. Das war genau der große Plan. Und das ist ja die Schwierigkeit, wenn du, ich konnte mit Google AdWords oder sowas nicht arbeiten. Lego ist ein viel zu teurer Begriff. Da konkurriere ich mit allen großen Online-Versendern. Das ist nicht zu bezahlen. Offline-Werbung ist tot. Also da brauche ich auch nicht anfangen. Ich habe natürlich in den Grundschulen und so weiter, in den Jahresheften und so weiter, habe ich beworben und solche Sachen gemacht und meinen irgendwelchen Event-Magazin, lalala, das Übliche, was man so macht. Lokal, dass du präsent bist eigentlich. Ja, und ein bisschen so die Frankfurter Löwen ein bisschen mitgesponsert. Also so Kleinsachen aber natürlich. Und das ist ein Thema, mit dem du nicht weiterkommst. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss funktionieren über meine Auffindbarkeit, über Google Maps oder irgend sowas, dass wenn man nach was sucht, dass ich dann dort noch erscheine als attraktive Anlaufstelle. Und das war so ein bisschen der Plan, inklusive das mit ein bisschen Städtewerbung, was ich ja verbinde, dass ich immer Frankfurt hochhalte als weltgroßartigste Stadt, was natürlich... Herzen von Europa, sagst du ja so. Herzen von Europa, ganz genau. Ist ein bisschen subjektiv, aber ist ja auch mein Kanal, ich kann da sagen, was ich will. Natürlich. Wie hast du denn, also hattest du immer schon so ein Talent dazu, Leute zu unterhalten? War dir das bewusst oder hast du das quasi einfach mal ausprobiert und hast dir selber gedacht? Oder kamen schon mal Leute auf dich zu und sagten, Mensch, ich könnte dir stundenlang zuhören? Weil du hast ja eine sehr schöne Stimme, kannst gut reden, kannst dich auch einigermaßen klar ausdrücken, sympathisch, witzig und trotzdem irgendwie auch noch so mit Hand und Fuß dahinter. Also redest nicht ins Leere. Ne? Das ist mal so als Fazit. Wie ist das entstanden, dass du das quasi entschieden hast, das mache ich auch. Ich gehe jetzt auch vor die Kamera, ich kann das. Wer hat das dir gesagt? Das definitiv nicht. Also es kam dann, also ich die Unterhaltungssache, ich habe mich nie hingestellt, ich habe keinen Drang zum Stand-up oder irgend sowas, dass ich gemeint habe, hier ist jetzt die Runde und jetzt geht's los und ich muss beim Fastnachtsumzug, keine Ahnung, ich muss auf die Bühne, Megafon, los geht's. Also warst keine Rampensau in dem Sinne? Immer nur am kleinen Kreis, 4-5 Leute am Tisch möglicherweise. Da ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein schweigsamer Mensch wäre. Also das glaube ich auch. Hin und wieder erzähle ich was. Ja. Oder meine, dass ich meine Meinung, die ich zu praktisch als Hesse hat, meine Meinung zu allem, das ist ganz wichtig. Mhm. Das wird uns irgendwie mitgegeben. Und natürlich muss ich den anderen auch erklären, dass meine Meinung die richtige ist. Und aber auch natürlich mit so einem kleinen scherzhaften Schuss. Und das ist ja genau das Gleiche, was ich dann in dem Kanal eigentlich mache. Ja. Und da weitertrage. Und das hat dann funktioniert. Aber es hat dann vor allem auch über die Tage, mich hat dann die Kamera hat mir gute Laune gemacht. Ich habe dann gedacht, setze mich dann davor und habe einen guten Tag und durch die Kamera sollte ich ja einen besonders guten Tag dann noch haben. Und das filtert ja dann wieder zu einem zurück und dann ist es gut. Machst du das immer alleine, diese Produktion? Ist das auch wichtig für dich, dass du da so ein bisschen, oder hat schon mal jemand zugeschaut? Ach so, ja. Nee, also ich bin, also im Raum ist schon mal jemand möglicherweise, wenn ich aufnehme. Ah ja. Das stört mich eigentlich gar nicht. Aber es ist normalerweise, bin ich tatsächlich, ich werde jetzt mal sagen, weiß nicht, 500 Videos sind jetzt irgendwie online, keine Ahnung, bei 10 oder sowas, 15 war jemand im Raum. Mhm. Oder aber ansonsten, ich habe die ja vorher tatsächlich in meinem Laden gemacht, daher kommt ja auch die Begrüßung. Ja. Also es war tatsächlich mein Verkaufsraum und es war meine Theke und da stand ich. Und da kann es auch mal sein, dass irgendwie Kinder da waren, die halt irgendwie rumgeguckt haben. Ich habe gesagt, Freund, ich wollte jetzt irgendwann nochmal einen Film machen. Und dann haben die halt gebettelt. Und ich sagte, ja, dann spielt der hinten weiter. Aber es wäre jetzt ideal, ein bisschen ruhiger zu sein. Und dann habe ich da aufgenommen. Und der Laden war ja geöffnet sozusagen. Aha, okay. So ging das Ganze. Und jetzt heutzutage ist das natürlich anders. Du setzt dich separiert hin, extra dafür. Was sehr interessant ist, du kommst eigentlich sehr ohne drumherum aus. Ne? Du brauchst kein großes Intro, du bist selber dein Intro. Du brauchst keine irgendwie harten Schnitte, du machst das am Stück. Das ist ja auch... ein Talent, dass man wirklich frei durchgehend reden kann, ohne dass es langweilig wird, ohne dass man sagen muss, da muss ich was schneiden und da auch wieder. Die Videos sind teilweise sehr lang, du machst FAQ-Videos, du machst auch, baust manchmal ganze Sachen auf, manchmal präsentierst du nur was. Mhm. Ja. Was macht dir am meisten Spaß? Kurze Frage ist dabei rausgekommen. Am liebsten stelle ich Sets vor, die mir persönlich sehr gut gefallen, die ich, vor allem auch nochmal alte Sets. Da erzähle ich dann eigentlich am liebsten was. Das sind dann meistens aber kurze, knackige Videos, weil ich schneller rede, weil ich gut gelaunt werde, bin ein bisschen begeistert und dann geht's zackig. Das sind dann nicht diese ausgedehnten. Also auch schon aufgebautes. Genau, schon aufgebautes, das zeige ich dann da. Das finde ich, da habe ich am meisten Spaß, da habe ich dann am meisten Kick irgendwie sozusagen, das dann zu starten. Und das finde ich dann lustig und da habe ich gute Laune. Spannend finde ich, aber das ist dann mehr... mein Gedanke darüber, dass mir tatsächlich jemand, ich weiß nicht, ich habe Hogwarts, glaube ich, in 8 Stunden aufgebaut, über ein paar Videos verteilt und das fand ich
Dann auch wieder unterhaltsam. Erstmal hat es mir Spaß gemacht. Ich kann bauen. Ich muss es ja eh bauen. Also ich baue jeden Tag. Also von daher kann auch die Kamera dabei laufen. Das ist dann, egal. Natürlich baue ich wesentlich langsamer, weil ich ein bisschen weniger konzentriert bin auf das, was ich mache, weil ich auch dabei noch rede. Mhm. Und ich fand es aber spannend erstmal, dass ich dabei begleitet worden bin tatsächlich. Also dass der Gedanke daran tatsächlich, dass ich denke, ich unterhalte jetzt viele Tausend, dass ich hier sitze über 8 Stunden und das baue und dabei was erzähle, das freut mich. Ich finde das großartig, tatsächlich als Feedback zurückzukommen, dass jemand auch da sitzt, baut das vielleicht auch dabei. Man macht das so zusammen. Genau. Ne? Gerade wenn man so längere Videos von dir anschaut, die kann man wirklich laufen lassen. Man muss nicht die ganze Zeit da vor dem Fernseher sitzen. Ich streame YouTube immer auf dem Fernseher. Man kann durch rumgehen, man kommt wieder zurück, dann bist du da immer noch am Bauen. Und man ist irgendwie so nicht ganz alleine und man hat den Eindruck, da zeigt einmal nur, du bist ja auch sehr kritisch. Das ist ja das Besondere bei dir. Du bist ja keine Werbeveranstaltung in deinen Videos. Im Gegenteil, du sagst, wenn dir was nicht gefällt, du sagst, wenn da wieder was in der Qualität nicht gut läuft oder wenn da die falschen Steine sind. Du magst auch keine Aufkleber, habe ich gehört. Das ist nicht so dein Ding. Das ist nicht ganz meins. Ne? Genau. War das auch immer so Teil des Plans, dass du wirklich sagst, Leute, das ist Schrott, das kauft bitte nicht. Guckt euch mal lieber das hier an, dass du auch so Alternativen dann bietest? Es war nicht mein ursprünglicher Plan. Also tatsächlich am Anfang habe ich eigentlich immer gesucht nach einem coolen Set, weil ich wollte im Video wieder was Cooles zeigen. Wollte sagen, hier, guck mal, ist das klasse. Und hieran hatte ich Spaß und so weiter und so fort. Das war mein erster Plan, aber dann kamen immer mehr Rückfragen und sagten, zeig mir doch mal das Set. Ich überlege mir, das Set zu kaufen, kostet 250 Euro, ist ein Haufen Geld für mich, habe ich eigentlich nicht, aber wenn du sagst, es ist super, dann kaufe ich es. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich ein bisschen Acht geben, wenn das quasi als Wertung da draußen wahrgenommen wird, was ich sage, sollte ich vielleicht dann nicht so tun, als wäre alles toll. Ja, ein bisschen ehrlich sein quasi. Hin und wieder dann ehrlich sein und weniger Verkäufer sozusagen für das, was ich dann da habe. Ja. Und das ging ja auch ganz gut. Ich musste eigentlich auch nie für Schrottwerbung machen bei mir im Laden, weil ich ja selbst Einkäufer bin auch für meine Sachen. Das heißt, die schlechten Sachen habe ich einfach nicht gekauft. Also die Sachen, die mir selbst nicht gefallen haben, habe ich eigentlich im Laden bei mir auch nicht unbedingt. Oder nur eins oder zwei für den einen Kunden, den ich nicht belehren konnte. Und dann ist es in Ordnung. Aber dann haben sie angefangen zu sagen, zeig doch auch mal. Und dann habe ich die Sachen halt auch mal reingezerrt. Und vor allem, als ich dann gemerkt habe, dass es bei Lego strategisch in die falsche Richtung geht, musste ich natürlich dann anfangen, gegenzusteuern, zu sagen, hier, das lohnt sich nicht mehr, weil meine ursprünglichen Aussagen aus älteren Videos, dass ich gesagt habe, wenn ein Set bei Technik kommt, ihr könnt es kaufen, ohne nachzudenken, das ist super. Das hat ja nicht mehr gestimmt. Und deswegen musste ich davon die Videos machen und Kundenfeedback einbauen und dann halt sagen, Freunde, also das tut es nicht mehr, dafür ist es viel zu teuer. Was sind denn so die falschen Richtungen von Lego gewesen in den letzten Jahren? Ist es das nicht mehr wert? Was sie anbieten? Ja. Also das, gut, ich meine, ist die klassische Sache. Lego macht ja alles richtig für sich. Also der Umsatz wächst und die Fabriken sind voll ausgelastet, vor allem gewesen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr wirklich, aber sie waren voll ausgelastet. Und wir Händler konnten im September keine Ware mehr bestellen. Da war es für das Jahr schon um. Also das lief echt richtig gut. Und danach haben sie, glaube ich, ein bisschen den Fokus verloren und sich nicht mehr überlegt, dass sie es noch besser machen, sondern überlegt, na gut, wir sind voll ausgelastet, dann erhöhen wir den Preis. Ist doch viel schlauer, ne? Geht doch viel einfacher. Und das haben sie sehr, sehr stark gemacht. Und auch so stark, dass auch Leute das merken, die nur gelegentlich Lego kaufen, dass die auch dann den Eindruck haben, boah, was ist da jetzt los? Ja, also meine wiederkehrende Kundschaft auf jeden Fall. Die haben gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir in die Preisregionen jetzt gehen. Vorher war 200 Euro das Topset, jetzt sind wir bei 400 Euro gelandet und sowas. Also das ist da einfach, man bekommt auch mehr, aber es ist trotzdem, halt immer noch früher konnte man das Top-Set einfach als Weihnachtsgeschenk kaufen. Und jetzt denkt man sich bei 400 Euro schon mal nach. Es ist nicht jeder, der einfach mal 400 Euro liegen hat und sagt, ich fange jetzt mal an einzukaufen. Und auch wenn ich in einer sehr, sehr schönen Gegend bin und sehr, sehr viele Leute das Geld problemlos haben, sind halt immer noch genug da, die einfach sagen, nee, und dann streichen sie mit den Kindern den Katalog durch, was alles nicht geht. Ja, man setzt es auch in Relation. Selbst wenn man das Geld hat, sagt man, das ist mir trotzdem das nicht wert. Das ist richtig. Und das ist dann der nächste Punkt. Viele haben dann gesagt, ja, wenn du das Geld nicht hast, kaufst du nicht. Dann sage ich, das ist nicht unbedingt das, worum es geht, sondern halt auch der Punkt, was bekomme ich als Gegenleistung? Ein doppelt so großes Set fürs doppelte Geld, können wir darüber reden, ob das in Ordnung ist, aber es wurde halt dann sehr stark auf den Markennamen gepocht sozusagen. Das ist Lego, das ist was Tolles, dafür muss man bereit sein, auch mehr zu zahlen. Und da habe ich mir gedacht, nee, dann kaufst du Gebrauchte. Also kauf ein altes Set gebraucht, ist super. Es geht ja nicht kaputt, das Zeug. Das ist ja die Schwierigkeit, die dort argumentativ liegt. Es ist ja das Gleiche, nur in der neuen Zusammenstellung zusammengewürfelt. Warum sollte ich für 400 Euro das Neue kaufen? Also ich sehe es einfach nicht, wenn ich das Zeug ja schon habe, eigentlich alles. Ich müsste nur die Sets auseinandernehmen und einfach wieder neu zusammensetzen. Und dem steuert Lego entgegen, indem sie ständig neue Farben in den Markt schmeißen.
damit man das neue Set halt nicht aus seinen alten Sachen generieren kann, sondern damit man neue kaufen muss, was natürlich ein Base. Also wenn die Steine eben nicht schon da rumliegen hat, sondern ganz genau. Der Nuance doch nicht. Und deswegen, ja. das ist so leicht unsympathisch. Aber wie gesagt, es ist betriebswirtschaftlich verständlich. Die wollen ja immer wieder das Zeug wieder verkaufen und sie wollen hauptsächlich Neukunden. Aber das ist ja das Geschäft, was jede große Firma eigentlich hat. Das geht, die Jagd auf den Neukunden ist das Entscheidende. Und deswegen holen sie sich ja auch sehr viele Kooperationspartner dazu, damit man, was weiß ich, man ist Porsche-Fan oder man ist Lego-Fan. In jedem Fall kauft man das Produkt. Mhm. Wenn man beides mag, super. So, und diese Geschichten werden halt unglaublich gemolken. Mhm. Und das sind dann Kooperationen mit Disney zum Beispiel, die halt dann, ich meine, du weißt ja, Disney hat quasi alles gekauft in der Unterhaltungsbranche. Und deswegen ist der Top-Kooperationspartner, also gibt es alle. Ja, okay. Alle Themen einmal quer durch. Und geht da dann so ein bisschen auch die Kreativität verloren, die früher mehr da war? Also weil jetzt überall einfach, gibt jetzt, habe ich in Hamburg gesehen, auch so ein Batmobil, was sie, also sehr viel wirklich von anderen Marken, die eigentlich, wo es einfach nur ein Werbeprodukt plötzlich ist von der Marke. Mhm. Ne? Es ist ein Werbeprodukt, ich meine, das ist immer der Mix natürlich für diejenigen, die Fans davon sind. Ja. Und sagen, hier riesen Star Wars Fan, cooler Millennium Falcon, ja, für die geht ein Wunschtraum in Erfüllung, die jetzt irgendwie in den 80er, 90ern da saßen und versucht haben, aus Space Police einen Millennium Falcon zu bauen. Der sah natürlich. Der Millennium Falcon ist für die Star Wars Fans das Größte, was sie haben können, oder? Ich bin kein Star Wars Fan, aber es wird mir so gespiegelt. Ja, dass der Millennium Falcon ist weder ist Lego noch Star Wars. Ja. Ja. Mhm. Den willst du haben. Den willst du hinstellen. Dann bist du der finale Fan, hat alles funktioniert. Und das wollen die dann so haben. Und das ist dann auch okay. Und du siehst ja auch die Freude. Also vor allem, du hast dann irgendein Kind da, das ist riesiger Fan vom Han Solo und will den Falken haben. Wahnsinn. Und kriegt den dann und ist total außen. Also, super. Mhm. Thema ist halt nur, dass der für immer wie in einem Museum bei denen zu Hause stehen wird. Ja. Und die fassen den nicht mehr an. Die versuchen eben nicht aus irgendwas anderem den Millennium Falcon zu bauen, sondern sie haben ja den fertig stehen. Ja. Und dann geht es um den Bauprozess, vielleicht bei den kleineren nochmal um das Rollenspiel da drin oder sowas. Aber im Endeffekt. Auch nicht zu viel, sonst bricht ja was ab. Genau, habe ich auch immer wieder Eltern, die dann sagen, das ist ein bisschen zu zerbrechlich, wenn er damit spielt. Sage ich, ja und? Dann fällt es halt ab. Mhm. Also wo ist das Thema? Das Lego, baust du wieder dran. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Oder lass doch einfach mal absichtlich fallen und bau was Neues draus. Ja. Und das soll nicht gemacht werden. Und das ist für mich das Problem. Ich habe nichts gegen die Lizenzthemen. Vielleicht sind auch immer mal Lizenzthemen dabei, die ich toll finde. Und dann freue ich mich, dass da sowas ist. Mhm. Aber Problem ist, dass für mich der Lego-Gedanke weg ist. Ja. Also der ist komplett weg. Die Idee ist, dass man was Cooleres baut, als das, was einem von der Firma vorgeschlagen wird. Eher so wie Modelle, die man nachbaut und dann stehen sie 20 Jahre im Regal. Und genauso werden mir die Sachen auch angeboten. Da kommen ja manchmal Eltern und zeigen mir dann Fotos von dem Zimmer des Kindes, das ist jetzt, weiß ich, 12, 13, 14, keine Ahnung, hat keine Lust mehr, will aber jetzt sich was anderes kaufen, will das verscherbeln, um Geld zu machen. Mhm. Und dann zeigen die mir da ein Museum. Das sind Regale um Regale. Ja, ich habe auch einen Bekannten, bei dem sieht das ungefähr so aus. Der hat unterm Dach ganz viele fertige Sachen. Mhm. Das habe ich damals gebaut, das damals. Und da steht jetzt wirklich so museumshaft darum. Und da mal so die Frage an den Experten. Mhm. Lohnt es sich das? Ist das eine Wertanlage, ein ausgebautes Teil oder lieber nicht? Oder ist das eigentlich, erleben wir das gar nicht mehr? Gibt es noch Sachen, die man heute kaufen kann und die im Wert dann massiv steigen, dass man sich das sagen? Ein paar schon. Ja? Ein paar wird es noch geben. Nicht mehr die Masse wie früher. Das nicht mehr. Dafür ist auch einfach, wie gesagt, früher war Lego voll ausgelastet. Mhm. Da gab es einfach nicht die Menge im Markt. Mhm. Und es war noch nicht so als Wertsteigerungsobjekt bekannt. Die Sachen von damals, die sind natürlich explodiert von 100 auf 2.000, 3.000 hoch. Also das ist natürlich eine andere Sache. Aber auch versiegelt natürlich noch. Also es sollte schon verpackt sein. Das ist immer ein Add-on. Viele Sachen sind aber so selten und so begehrt, die werden auch aufgebaut gekauft. Mhm. Auch zum Vielfachen. Auch überhaupt kein Problem. Aber jetzt heute, ich weiß nicht, ob man jetzt den, klar, es gibt natürlich Sachen, die haben einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt es. Immer noch. Und von denen weiß man dann, ich weiß nicht, das ist innerhalb des Konzerns auch nicht logisch. Also es gibt, die haben keine Stringenz in der Preisgestaltung. Überhaupt nicht. Und deswegen gibt es einfach welche, die sind positiv, fallen die aus der Preisgestaltungsstrategie raus. Und dann weiß man, wenn man die kauft, die werden wahrscheinlich dann, wenn sie vom Markt gehen, Lego-Produkte haben ja immer nur so eine Lebensdauer von, naja, 2 Jahren ungefähr. Und wenn die dann vom Markt genommen werden und die Nachfrage ist konstant, wird der Wert wahrscheinlich von dem Produkt steigen. Mhm. Das ist aber auch mit Sneakers so, das ist mit Uhren so, das ist also eigentlich mit allem, wo ein gesunder Markt dahinter steht, mit einer starken Marke und einem ständig wechselnden, rotierenden Sortiment. Ja, genau. Was halt seltener wird. Ganz genau. Ja. Aber die Nachfrage trotzdem konstant. Das ist zum Beispiel ein großes Thema, Züge, Burgen, solche Sachen, die es halt von Lego nicht mehr gescheit gibt. Mhm. Aber trotzdem will ein Kind eine Burg. Ja. Das ist einfach so. Und jedes Kind, das heute eine Burg will, muss eine mindestens 7 Jahre alte Burg kaufen. So, und dann die Händler, die noch eine 7 Jahre alte Burg im Lager haben, nehmen jetzt halt das Vierfache dafür. Mhm. Mhm. Also das funktioniert. Also wenn du jetzt heute wüsstest, dass vielleicht die Kooperation mit Star Wars ausläuft,
Dann würde ich aber hart bunkern. Aber ich nehme an, bis Lego zugrunde geht oder Disney wird diese Kooperation weiterlaufen. Ja, also gerade wenn ich so durch die Geschäfte gehe, ich sehe hauptsächlich das von Lego irgendwie, habe ich den Eindruck. Also ist, auch so der, ist auch ein super Umsatzbringer. Die Geschäfte machen kein Geld damit, aber es ist ein super Umsatzbringer. Ah ja, ja. Und das ist halt auch so ein Thema. Das ist halt auch was, was mich nicht interessiert. Der Umsatz von meinem Laden hat mich nie interessiert. Ich wollte, dass ich profitabel verkaufen kann. Ja, das hast du auch mal im Interview gesagt. Mir ist egal, wie viel ich verdiene. Hauptsache, jetzt bleibt am Ende was für mich übrig. Ob ich 100.000 Umsatz mache oder 3.000, ist dann, wenn ich am Ende das Gleiche habe. Richtig. Das ist natürlich wahrscheinlich sogar einfacher und bequemer, weniger Umsatz zu machen. Ja, du hast wesentlich weniger Risiko irgendwo liegen und hast weniger Arbeit damit, Stauraum, alles. Also es ist... Das ist ja auch der Grund, weswegen ich Lego immer weiter ausliste. Wäre das Zeug mein Top-Geldbringer, würde ich es nicht auslisten. Ich habe einen Brief bekommen. So ist es. Und diesen Brief hat ein gewisser netter Mensch verfasst. Und die Betreffzeile lautet Lego gegen Held der Steine. Verblüffend. Kennt ihr noch mein Logo? Mein altes Logo? Ich habe jetzt ein schönes neues Logo. Das ist ein tolles Erdmännchen mit einem Cape. Ich sage euch, das ist draußen und bekämpft Verbrechen die ganze Zeit. Held der Steine, ihr kennt es. Es ist hier unter meinem Video verlinkt. Das hier war noch mein altes. Ich hatte ein paar T-Shirts machen lassen. Die gehen natürlich nie in den Verkauf jetzt. Und seht ihr da oben das? Und darum geht's. Seht ihr das? Da ist eine Noppe. Auf seinem erfolgreichen YouTube-Kanal testet er Lego-Sets. Und genau da liegt der Stein des Anstoßes. Sein Logo erinnert zu sehr an ihre Marke, findet Lego. Bei Panke löst das vor allem eins aus. Enttäuschung würde ich es nennen am meisten, ja. Und hier seht ihr das ehemalige Logo vom Held der Steine. Thomas Panke ist der Held der Steine, so heißt auch sein Lego-Laden in Frankfurt. Und das Besondere an diesem Logo ist, es sieht so aus wie ein Lego-Stein, wie ein Klemmbaustein. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Lego und Held der Steine, weil Held der Steine ein Avatar hatte, wo man einen Steckbaustein sehen konnte. Was ich aber auch noch machen werde, weil Lego bereitet mir an ein paar Stellen Probleme. Ich rede über das Unternehmen Lego, nicht der Baustein, ja? Ganz wichtige Trennung. Mit dem Baustein habe ich wenig Schmerzen. Lego lässt halt stark nach. Und abgesehen jetzt mal von der Sache, ich meine, wir haben jetzt Mitte Januar, es ist immer noch kein Katalog auf dem Markt. Es gibt auch andere Firmen, die ziemlich gut sind. Und ihr habt mich schon oft danach gefragt, ich weiß, ganz, ganz oft. Habt gebeten, stell doch mal das vor, stell doch mal das vor. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Lego-Laden, ich mache die Lego-Sachen. Jetzt bin ich kein Lego-Laden mehr. Und ich muss mich ja distanzieren, wurde mir gesagt. Jetzt hast du ja den großen Schwung deiner Abonnenten fast nochmal verdoppelt, als diese große Rechtsangelegenheit kam um dein Logo. Da gab es ja wirklich Berichte überall, plötzlich kannten dich Leute. Herr Newstime hat über dich berichtet, ja. Der Wildeburger Solmecke, Herr Solmecke heißt er, ne? Der Rechtsanwalt, hat über dich berichtet. Ganz viele verschiedene, auch auf YouTube-Größen haben plötzlich von dir, du warst in den Medien drin, Lego, für Lego war das gar nicht gut, wurden auch auf Messen angesprochen auf dieses Thema. Ja. Du hast ein sehr cooles Video dazu gemacht, wo du auch recht ironisch diesen Brief auch positiv verkauft hast. Du hast gesagt, das ist kein Problem, jetzt mache ich hier die Erdmännchen, jetzt zeige ich euch andere Sachen, jetzt geht das Leben für mich in eine andere Richtung. Ja. Wie geschockt warst du trotzdem, als du diesen Brief bekommen hast? Was war das für ein Prozess, das quasi in dieses Video umzuwandeln? Also das ging ja über eine längere Zeit. Das war ja keine Kurzschlussreaktion am nächsten Tag, das Video, sondern ich habe den Brief ja bekommen wegen meiner Markeneintragung. Mhm. Und ich habe ja erst gedacht, das ist das Klassische, weil es per E-Mail kam. Habe ich gedacht, ja, okay, das ist ein... Ach so. Das ist Fake. Ja, ist ja. Irgendeiner macht sich halt einen Witz draus, so die klassische Sache. Oh, guck mal deine YouTube-Statistiken an, da stimmt was nicht. Klick mal hier, so die Nummer. Ja. Und habe ich erstmal, und deswegen habe ich dann Lego kontaktiert und habe erstmal überhaupt die Echtheit überprüft von dem Ding, was da überhaupt kommt. Das hat erstmal ein bisschen gedauert. In der Zwischenzeit kam auch der Brief per Post dann an. Ah, okay. Mhm. Und dann hatte das eine andere Wertigkeit. Aber Lego stand ja zu der Aussage, dass ich mit Abstand größter YouTuber für Lego im deutschsprachigen Raum, damals ja schon, es waren ja schon 150.000 Abonnenten oder sowas, dass ich meine Marke löschen sollte wegen einer lächerlichen Verwechslungsgefahr. Weil es halt so aussehen soll wie ein Lego-Stein. Der Christian Solmecke hat auch ganz klar nochmal gesagt, das sind zwar so Noppen, aber er war ja der Meinung in seinem Video, du hättest das gewonnen. Alle Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das hätte ich locker gewonnen, ohne Probleme. Es war eine reine Einschüchterung. Ja. Und deswegen, aber der Punkt, der mich ja gestört hat, ist, also erstmal natürlich, es war dieses Anwaltsgerede halt in dem Brief. Ich mag solche Briefe nicht, die sind schlecht formuliert, das ist kein schönes Deutsch, das gefällt mir alles nicht. Und Hauptthema war aber, dass sie sagen, dass die Kunden Probleme haben könnten mit den Werten, die die Marke von Lego widerspiegelt, wenn sie mit mir in Kontakt sind und mich dann verwechseln könnten. Und dass Lego diesen Qualitätsanspruch vor allem in der Beratung über meinen setzt, fand ich ein bisschen frech. Da habe ich mir gedacht, nee.
Und vor allem, dass Lego auch, ich meine, dass dieser Anwalt, der war ja auf Alleinkurs unterwegs, der wurde ja von Lego nicht geschickt. Ich nehme an, der hat einfach nur seinen Auftrag, check alle Markeneinträge und alles, was dir so vorkommt, schickst du einen Brief. Gerade bei Leuten, die aber öffentlich arbeiten wie du, ist das natürlich auch ein sehr riskantes Unterfangen. Wo ich glaube, der kannte mich nicht. Der hat nicht recherchiert. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, sonst hätte er es nicht gemacht. Also, und vor allem, der ist 100 Meter von mir, 200 Meter von mir entfernt mit seinem Büro. Der hätte auch mal in der Mittagspause vorbeilaufen können. Also, das wäre alles easy gegangen und ich hätte mein Logo wahrscheinlich auch, also meine Marke auch einfach geändert. Mhm. Also sehe ich kein Problem drin, weil die bestand ja in der Form auch erst, glaube ich, seit, ich habe das Logo ja gewechselt zu dem, ich glaube, ein Dreivierteljahr vorher. Mhm. Also ich war da noch nicht tief verliebt für immer in dieses Logo. Da hätten wir hätte darüber sprechen können, du hättest das womöglich sogar verstanden, dass das so ein bisschen ähnlich aussieht. Dann, ja. Und dann wäre die Sache schon gut gewesen. Genau, ne? In irgendeiner Form. Aber Lego ist unfassbar arrogant im Umgang. Also mit mir als Händler sowieso schon immer. Und deren Abteilung, die das betreut hat, noch mehr. Und das heißt, mit Händler sowieso schon immer? Kriegst du gar keine Art von Support dafür? Oder? Ich hatte einen sehr netten Vertriebler, der einen Außendienst, der zu mir kam. Aber die Sache ist, du bekommst als Händler, als Kleinhändler, wir reden immer nur über Kleinhändler, Fachhändler, also die es eigentlich können, ja. bekommen von Lego nur die schlechten Produkte. Die guten Produkte sind den Lego-Läden vorbehalten und den ganz großen Ketten Kaufhof und Toys R Us. Die werden bevorzugt behandelt, die bekommen die Ware früher, die bekommen die Ware besser, sie bekommen, gut, billiger sowieso. Mhm. Das ist klar, dass du als kleiner Händler einen schlechten Preis kriegst, da brauche ich drüber reden. Aber die, sie werden maximal bevorzugt behandelt, obwohl sie die schlechtesten Verkäufer sind. Und ich als Fachhändler habe dann gesagt, man könnte doch mal, ich mache die Videos für euch und ich meine, ich habe Werbung im Millionenwert für Lego kostenlos gemacht. Ja. Und ich bin auch noch Händler gewesen. Das heißt, ich habe diese Produkte auch gekauft, ich habe sie von Lego ja nicht geschenkt bekommen, sondern ich habe sie gekauft, um sie vorzustellen. Ich meine, könnte ich mal irgendwie mal eins von diesen Produkten, die ich nicht bekomme, könnte ich die mal von euch bekommen, dann mache ich ein Video drüber. Ja. Und kaufen, also wir reden von bekommen, nur dass ich es kaufen kann, nicht geschenkt. Mhm. Keine Chance, kriegst du nicht. Und dir werden auch die Lieferungen gecancelt, kurz bevor du sie kriegen solltest. Und dann selbst habe ich gesagt, nee, doch nicht. Mhm. Deinen Kunden hast du natürlich gesagt, dass du sie kriegst, bist dann der Depp, natürlich musst du woanders teuer kaufen, um sie deinen Kunden weiterzugeben und so weiter. Also du bist in der Nahrungskette ganz, 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 ganz unten als Händler. Und das ist eh nicht sympathisch, aber das wusste ich. Also das wusste ich von Anfang an, als ich mit Lego in Kontakt war, dass das nichts wird. Aber dass sie dann auch noch mit so einer Nummer kommen und jetzt noch mich angreifen, dass ich was falsch machen würde, da habe ich mir gedacht, nee, Freund, das war dann einfach, das Fass war dann voll. Das war mir gedacht, der Tropfen auf dem heißen Stein, wie man sprichwörtlich sagt, dass dann was ist ja jetzt ist genug. Also jetzt ist ja wohl wirklich unfair. Die ganze Zeit. Genau, das hat es zum Überlaufen gebracht. Und dann war ich ruhig, da habe ich mir gedacht, mit euch will ich nicht mehr. Ja. Also ihr braucht mich mehr als ich euch. Und, das war dann halt unglücklich. Und das dann zu drehen, und ich habe mir dann gedacht, das ist doch wunderbar. Ich habe mein Lädchen ist schon da, der Kanal steht, ich bin groß genug, ich brauch Lego nicht mehr. Dann stelle ich andere Sachen vor. Mhm. Und das ist ja auch wieder die Geschichte über die gleichen Anwälte wahrscheinlich. Wird ja weiterhin irgendwie das Bewusstsein geschaffen, dass Lego ein Patent auf den Stein hätte. Also die Markeneintragung ist ja was anderes als das Patent. Das technische Patent für den kleinen Stein. Das kann man nicht patentieren. Ne? Das ist schon ewig weg. Ja. Also das können Sie vergessen. Das heißt, jeder darf Steine produzieren. Man darf natürlich nicht Lego-Sets nachmachen. Mhm. Das ist dann wieder ein Plagiat. Das natürlich nicht. Aber man darf einfach Steine herstellen. Und da baut man was Eigenes draus. Mhm. Und das machen Dutzende Firmen auf dem Markt. Und die werden halt in Deutschland ziemlich vom Markt ferngehalten. Aber es gibt welche. Und wir haben ja jetzt angefangen, im letzten Jahr diese Marken bekannt zu machen. Mhm. Und groß das zu machen. Das kannst du ja. Du hast ja durchaus eine Größe. Wie ging dann danach, als das Ganze so medientechnisch hochgekocht ist, als wirklich man überall plötzlich gelesen hat, Lego, Lego, Lego. Auch die Facebook-Seite von Lego wurde ja gestürmt mit deinen. Du hast ja offensichtlich ausschließlich Supporter, im Prinzip auch keine Hater, wenn man unter deine Videos schaut. Das ist immer sehr positiv. Das sind immer die Leute unterwegs, die sich dafür interessieren. Das ist ja auch ein großes Glück, dass du eine große Herde von Leuten da hast, die hinter dir stehen. Ja. Wie ist das dann zu Ende gegangen? Also du hast das Logo verändert, hast jetzt viel schönere, wie du sagst, die Erdmännchen. Super mit dem hell. Cape, genau, total klasse Logo. Perfekt, hättest du vorher schon auch nehmen können im Prinzip. Ja. Und du hast dich ja mit Lego sicherlich auch irgendwie, wie ist da der Kontakt jetzt? Also wie ging das in die Kommunikation, nachdem das so hochgekocht ist? Weil da werden die ja auch gemerkt haben, Mist, da ist was schiefgelaufen in der Außenwirkung. Wie habt ihr euch da vertragen und wie sieht der Kontakt heute aus? Gar nicht. Also das war, mein letzter Kontakt war, also deren letzte Antwort war, dass das deren Ernst ist, dass sie das meinen, was in dem Brief steht. Und meine letzte Antwort war, dann haben wir
keinen Geschäftskontakt mehr ab jetzt. Und das ist es dann gewesen, was das angeht. Wir haben uns dann auf der Messe nochmal, die dann ja direkt zwei Wochen später... Ja, da gibt es auch ein, zwei Videos bei YouTube dazu. Genau, und dann war ich kurz auf der Messe. Wir haben kurz, habe ich mit zwei Leuten dort nochmal eine Cola getrunken und dann war es das. Aber seitdem habe ich mit Lego keinen Kontakt mehr gehabt. Erstaunlich. Das ist es gewesen. Ich beziehe auch von Lego keine Ware mehr. Also von daher ist es... da zu Ende gegangen. Ich glaube, die sind in ihrem Ding drin. Die haben glaube ich, weder abgeschätzt, was daraus werden kann, oder sagen immer noch, der deutsche Markt ist halt noch recht umsatzstark, aber schon lange kein Wachstumsmarkt mehr. Mhm. Es ist einfach nicht mehr spannend. Mhm. Und die konzentrieren sich, glaube ich, auf andere Märkte und hoffen, dass da was eigentlich passiert. Hätten sie dich ja auch so quasi übernehmen können oder mit so als du warst ja schon vorher sowas wie ein kleiner Botschafter dafür. Du warst zwar ja, da kritisch, aber du hast auch sehr viel Werbung gemacht. Du hast auch mal gesagt, die meisten deiner Zuschauer sind über 30. Also ja. Du bedienst ja auch das Klientel, was Lego eigentlich so im ersten Step gar nicht anspricht im Toys R Us. Genau, also was sie glauben, das ist aber die kaufkräftige, also das sind die auch tragen. Also die Leute, die großen, teuren Sets kaufen, sind schon lange keine Kinder mehr. Das glaube ich auch. Die kleinen 10, 20, 30 Euro Sets, ja, die laufen so und die werden weggekauft. Alles andere sind Erwachsene. Und es sind ja auch die Erwachsenen, die Kaufentscheidungen für die Kinder mittragen. Und ich habe 80% meiner Zuschauer sind zwischen 30 und 55. Das ist die Top-Zielgruppe für Lego sowieso. Vor allem, wenn sie noch versuchen, Neukunden zu kriegen oder wenn sie kaufkräftiges Publikum haben wollen, bin ich der Top-Kanal. Ja, auf jeden Fall. Aber sie sehen es anders. Ich nehme auch an, das ist ja ein Stück Eitelkeit. Deren eigene Marketingabteilung wird ja nicht sagen, dass ihr eigener YouTube-Kanal halt nichts bringt. Also das wäre ja auch eine unglückliche Darstellung der eigenen Leistung. Deswegen werden sie das nicht machen. Wurde denn deren eigener YouTube-Kanal zu der Zeit auch mit Hass beworfen? Hast du es auch mitbekommen? Also es ist diese grundsätzliche Fanboy-Nummer, mit der ich eine Schwierigkeit habe. Ob das jetzt für mich positiv ist, dass jemand dann mich über alles verteilt, ist völlig wurscht, was ich mache. Ja, wenn ich die Flasche Wasser umschmeiße, hätte keiner so gut umgeschmissen wie ich. Und das finde ich dann immer so ein bisschen... es ist so ein manchmal ist es ein Stück zu viel. Genauso sind es aber auch die Lego-Fanboys, die, egal was ich sage, sagen alles, was ich sage, Schwachsinn, weil... Lego sagt es richtig. Das ist dieses, wenn man zu stark Fan ist, das ist immer so eine Schwierigkeit, man verliert halt jeglichen Blick auf die Sache. Ja. Und wenn da so ein leichter Mix reinkommt, dass man einfach mal sagt, das ist gut und das ist schlecht, ich mag das Produkt, ich mag den Lego-Stein immer noch. Also das Stecksystem von Lego und viele Sets sind großartig. Ja, das eine hat ja nichts mit den anderen zu tun. Ne? Richtig. Ich kann die Firma nicht leiden und deren Gehabe, die sind, also erstmal sind sie... weit hinter ihren Potenzialen. Auch wenn sie jetzt sagen, sie haben irgendwie 2% Wachstum, denke ich mir, es müssten 20 sein. Es ist unfassbar, was ihr falsch macht. Das ist unglaublich. Das ging so viel besser. Für dich auch so offensichtlich. Also du hast ja auch oft Videos, wo du dann irgendwie neue Kataloge vorstellst oder wenn es überhaupt welche gibt, gibt es auch oft was zu spät. Ja. Und wo du sagst, ja, das ist stümperhaft, wo die da angesetzt haben. Es ist ganz viele Entscheidungen, aber es ist ein klassischer Großkonzern. Ich glaube, jeder, der in einem Großkonzern ist, kann genau sagen, was stümperhaft bei denen läuft jeweils. Was ja auch gut ist, sonst gäbe es ja keine anderen kleinen Firmen mehr. Man muss ja seine Nische finden. Und würde Lego alles richtig machen, gäbe es kein Kobi, gäbe es kein Zingbao, gäbe es kein Wang Yi, dann gäbe es die Firmen ja alle nicht. Und deswegen ist es ja schön, dass der große Konzern Fehler macht. Ja. Also es ist ja gut. Nur ich verstehe halt nicht, warum sie nicht daraus lernen. Also es ist ja eine Marktforschung sozusagen. Es gibt ja Lego-Foren. Also es gibt ja wenige, also viele Hobbys haben Erwachsene und sobald Erwachsene ein Hobby haben, treiben die das ja ins Extrem. Ja. Und da muss ein Verein gegründet werden, sofort, Kassenwart, alle da. Und dann musst du eine Webseite aufmachen, dann musst du den anderen Verein bekämpfen, der das Gleiche mag, aber der ist doof. Und da musst du das irgendwie, und da musst du deine eigenen Kreationen darstellen. Es gibt ja ganz viele Lego-Fanclubs in Deutschland und die treffen sich auf Messen und jeder Fanclub will das coolste Zeug bauen und hinstellen. Und dann denke ich mir, dann schau doch einfach, was die bauen. Ja. Das ist anscheinend das, was die Leute fasziniert. Und dann brichst halt runter, dass es verkaufbar weltweit ist und haust in deinen Katalog. Und es sind immer die gleichen Sachen, die da gewinnen und die dort ausgestellt werden. Und dann denke ich mir, es ist doch nicht so schwer. Also wenn du so einen Katalog durchblätterst, dass es dann so austauschbar, dass du vorher schon im Prinzip wusstest, ja, was da komplett es ist keine Überraschung mehr. Nein, es ist wirklich, die Preisgestaltung überrascht manchmal ein klein wenig. Aber auch mal positiv. Also manche Sachen sind verblüffend günstig. Ja. Es ist einfach so, dass man sich den durchguckt und sich denkt, ich mache auch diese Katalogvorstellung, wenn ich meine Videos darüber mache. Ich blätter ihn einmal kurz die Themen durch, damit ich weiß, was drin ist im Katalog. Aber die Sets gucke ich mir vorher nicht normal an. Weil, wie gesagt, das ist über die Jahre. Ich mache es jetzt ein paar Jahre, ist es nicht mehr spannend, leider. Das hast du eben nebenbei so ganz locker gesagt, ja, ich mache jetzt auch nichts mehr mit Lego, ich vertreibe da nichts mehr, auch die geschäftliche Basis ist beendet.
Trotzdem hast du den Lego-Stein noch draußen hängen, hast du auch vorher. Ich habe den Lego-Stein noch draußen hängen. Ich hab auch noch viel Lego auf Lager. Ja, aber nichts Neues mehr. Und ich habe Kerne, also die Sets, von denen ich der Meinung bin, der Kunde kriegt einen guten Wert, wenn er es kauft. Ah, ja. Die organisiere ich mir meistens aus dem europäischen Ausland über andere Quellen. Wow. Mhm. Die habe ich dann noch da. Es gibt tolle Sets, immer noch. Also ich meine, die Firma ist ja riesig, die macht gute Sachen. Was ja auch das Komische ist, dass in der gleichen Firma die Leute sitzen, die diese Sachen machen und die Leute sitzen, die den Schrott machen. Und die reden anscheinend miteinander überhaupt nicht. Aber auch klassischer Großkonzern. Es geht ja komplett aneinander parallel vorbei. Die haben wahrscheinlich Strukturen, die sind gruselig. Da was zu ändern, wird auch nicht funktionieren. Nein, dafür ist der zu groß, der Laden. Das wird nicht klappen. Und das ist ja schade, aber es sieht von denen keiner. Und das ist auch definitiv, ich bin mir sicher, unter den Top 3 Etagen bei Lego hat keiner Ahnung von den Produkten, die sie verkaufen. Ich glaube nicht, dass da einer sitzt, der die ernsthaft mal baut. Weil sonst wird er merken, was falsch läuft an manchen Stellen und würde merken, andere Sachen sind ja total toll. Und dann müsste man ja mal anfangen zu vergleichen, wo das Problem liegt zwischen den beiden Produkten. Aber das machen sie nicht. Aber ich habe ganz viele, also die Kunden und meinen Umsatz und alles und vor allem die Gewinne kommen nur von den Fremdmarken. Lego selbst ist nur noch da, weil Leute halt kommen und sagen, dieses eine Produkt von Lego finde ich toll und dann sage ich, hier ist es. Hast du dich denn vorher auch schon sehr stark mit den anderen Marken, die ja so gar nicht so geläufig sind, trotzdem stark schon beschäftigt? Kanntest du das vorher? Stark beschäftigt nicht, aber ich kannte sie einfach nur, weil ich sie auf den Messen gesehen habe oder weil ich natürlich von denen auch viele E-Mails bekommen habe. Hier von wegen uns gibt es auch und willst du nicht mal ein Video machen und mal zeigen? Und ich habe gesagt, nee, ich bin exklusiver Lego-Laden. Okay. Ich habe keine anderen Produkte. Du hast es auch direkt immer so ein bisschen ferngehalten. Und jetzt hast du dadurch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, ja, dann erweitere ich das. Aber auch da pickst du dir wahrscheinlich das raus, wo du sagst, das lohnt sich. Ja, und auch wieder nacheinander. Ich möchte im Laden eigentlich auch wieder nichts verkaufen, was ich nicht vorher schon gebaut habe. Mhm. Was jetzt auch wieder der Punkt war, dass ich die Öffnungszeiten reduziert hatte im nächsten Schritt, weil ich gesagt habe, ich komme nicht mehr nach. Also, oder die Leute sagen, ich möchte, warum nimmst du das und das nicht ins Programm auf? Ich habe hier und dann schicke ich, jetzt werden ja die ganze Zeit Sachen geschickt. Ich war hier irgendwo und da haben die das und das, verkaufst du das auch? Und dann sage ich, aber das sind Blindverkäufe dann von mir. Ich kaufe es und verkaufe es und dann kommen die Kunden 3 Tage später und sagen, es war Schrott. Sag ich, wusste ich nicht. Und dann kann ich auch gerade wieder zu einer großen Kette gehen und mich da hinstellen und verkaufen. Ahnungslos kann ich auch da sein. Und das ist das Problem. Ich möchte die Sachen, die ich bei mir verkaufe, eigentlich aufgebaut haben oder zumindest von der Marke schon mal in eine Range haben. Und viele Marken sind noch relativ jung und haben halt auch schwankende Qualität. Das weißt du aber erst, wenn du 10 Sets aufgebaut hast. Wenn du das erste aufgebaut hast und es war gut, hilft dir das. Sind die denn trotzdem untereinander kompatibel? Kann man alles zusammenbauen und was ganz Eigenes draus entwickeln? Ja, die sind alle kompatibel. Es gibt unterschiedliche Steinegrößen. Das wird aber auch beworben, dass das einfach nur, was weiß ich, im Verhältnis 1:4 ist oder sowas, halt winzig kleines Zeug dann. Oder es kann auch mal sein, dass, weil es halt noch Patente auf unterschiedliche Lösungen gibt immer noch. Auch andere Firmen haben Patente, nicht nur Lego, auch andere Firmen haben noch welche. Und dann sind dann, was weiß ich mal, Sachen nicht kompatibel. Dann passen Achsen nicht zusammen, weil die Aufnahmen von den Motoren andere sind als die von Lego zum Beispiel, weil die keinerlei Diskussion haben wollen. Der Zoll ist natürlich immer sehr angestachelt. Der Zoll macht nichts falsch, wird angestachelt, aufzupassen und zu gucken. Und diese Marken gehen halt komplett durch, da wird nie was kontrolliert, weil vollkommen klar ist, das Zeug ist achsenmäßig nicht kompatibel, kann kein Plagiat sein. Und dann geht's durch. Hast du selber eigentlich privat auch irgendwelche Modelle bei dir stehen? Oder hast du da wirklich, du hast eben schon kurz gesagt, du bist Händler, hast du trotzdem so ein Modell, wo du sagst, das ist was ganz Besonderes? Das wechselt eher mal. Ich habe mal irgendwas. Ich hatte jetzt gerade verblüffenderweise von Star Wars einen UCS-Fighter gerade stehen. Aber ansonsten eigentlich nein. Es ist, die Räume sind leer. Ich habe meine Arbeitsräume, die sind voll. Lager voll, Laden voll. Ich bin wirklich viel von Stein umgeben. Und ich habe natürlich immer was da, an dem ich baue. Da habe ich immer mehrere Baustellen, damit egal wo ich bin, wenn Zeit bleibt, ich weiterbauen kann. Ah ja, okay. Weil das, wie gesagt, die Schwierigkeit ist, jede Woche, weiß ich nicht, 10 Sets zu bauen. Und gibt es denn so allgemeine Lieblingsmodelle? Ich finde, bei manchen Modellen, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Sehenswürdigkeiten aus so kleinen Steinen zu sehen, finde ich es immer am schönsten, wenn das auch wirklich direkt zu erkennen ist, dass es kleine Steine sind. Manche Modelle, da sehe ich von außen gar nicht, dass das eigentlich ein Lego ist. Vielleicht sind oben noch ein paar Noppen drauf, dann habe ich diese Optik da, aber... Also ich kenne das immer so als kleines Kind aus dem Legoland, da wurden große Sachen gebaut aus kleinen Steinen. Das ist nicht mehr unbedingt so, oder? Es gibt auch irgendwie, die Modelle sind schon versuchen, irgendwie so einen Spagat zu machen zwischen, ich bin ein Klemmbaustein-Modell, aber ich sehe auch aus wie das Original. Genau, ja. Es geht deshalb diese Modellbaurichtung, in die es geht, ist sehr glatt. Ja. Das sind immer mal Schwierigkeiten. Ich habe mich da mittlerweile schon irgendwie von verabschiedet, dass das für mich noch nach Noppen aussieht. Also da bin ich gedanklich raus. Okay.
Weil da werde ich nur enttäuscht, wenn du jedes Mal wieder drauf hoffst, dass das Ding irgendwie noppig aussieht und so wie früher. Ja, das so finde ich interessant, wenn jemand sagt, ich habe wieder was ganz Tolles aus Lego gebaut, dann sage ich, okay, und weiter weg sieht das einfach aus wie ein anderes Modell. Richtig. Ja. Auch sehr glatte Flächen, irgendwelche Säulen dran, alles so schon wie so komplett zusammengesteckt, wo ich denke, okay, wo sind denn noch da die 10.000 Lego-Teile drin? Und für mich ist ja auch der Trick, eigentlich aus diesen kastigen Sachen etwas zu machen und die 5% Restfantasie glätten es dir dann. Ja. Und dann sieht es gut aus. Das war immer so mein Gedanke. Ich meine, muss auch deiner gewesen sein, weil du bist mit dem Zeug ja auch so aufgewachsen. Ja, total. Und, ich habe einen Eiffelturm gezeigt und dann sagen die, ja, der ist ja also wie grobschlächtig der aussieht. Und dann sage ich, ja, der ist halt aus 2x4 Steinen hochgebaut. Es ist das, Freunde, guckt mal, Lego gefällt euch gar nicht. Ja, das sieht ja nach Lego aus, das ist ja gruselig. Und das war dann so ein bisschen das Feedback. Also es ist immer mal die Frage, von welcher Ecke man sieht. Ja, für mich klar, natürlich, klar. Für mich ist es, mittlerweile fokussiere ich mich auf die Bautechnik. Und freue mich dann, dass sie einen komischen Stein, den ich aus anderen Modellen kenne, wo er eine komplett andere Verwendung hat, dass man, wenn man schlau und kreativ ist, man diesen Stein, wenn man den irgendwie anders dreht und kombiniert, dass der was komplett anderes darstellt. Mhm. Daraus sehe ich jetzt meine Freude aus diesen Bautechniken. Das ist es für mich dann geworden. Und es gibt ja Minecraft, das Computerspiel als Adaption in Lego. Ja, was ja perfekt passt, weil ich meine, Minecraft ist digitales Lego, wenn man so möchte. Eckiger geht es ja gar nicht mehr. Das richtig, ist 1:1, also funktioniert super. Und da sagen die Leute aus, sieht halt grob aus. Ja, richtig. Sieht aus wie 80er Jahre Lego. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt über 300.000 Abonnenten. Mhm. Das ist ja schon mal eine Masse, die das du erreichst. Das sind auch wirklich, viele. Ja, und die Views sind aber auch konstant hoch, dass man sagt, okay, ich erreiche auch mal eben, wenn ich will, meine 100.000. 200.000 kriege ich schon hin mit Aufbauvideos. Ist das irgendwo die Grenze auch oder meinst du, da ist noch mehr Luft nach oben? Es bleibt ja Special Interest am Ende des Tages. Also, es ist eine Nische, absolute Nische. Ja. Ist das schon mehr, als du erwartet hast oder meinst du, da geht noch mehr? Oder was sind so die Pläne, die du jetzt hast? Also es ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe. Also als ich gestartet habe, ich habe mich sehr gewundert, als mit dem ersten sehr erfolgreichen Video die 10.000 Abonnenten-Marke durchbrochen worden ist, war ich schon sehr happy. Liegt an der Persönlichkeit. Und, Glaube ich wirklich. Aber Lego hat mir sehr geholfen mit den Produkten und auch mit den Fehlern, die sie machen. Es ist schon ist eine schöne Symbiose, die wir da haben. Mhm. Es ist tatsächlich der Punkt, dass alles, was ich jetzt an Zuwachs bekomme, bekomme ich nicht mehr über die Produkte, sondern dass die Leute sich unterhalten fühlen und laufen lassen. Bob Ross-mäßig, der malt da sein Zeug und kein Mensch hat gemalt, aber alle haben ihm zugehört oder zugeschaut. Ja. Viele hören mich auch nebenher beim Autofahren oder irgendwas, sehen sie ja auch nichts von dem Zeug, was ich zeige. Nee, das funktioniert. Das ist eben dieses Unterhaltungsding, was da drin steckt, ja. Das geht sehr gut und das glaube ich, ich weiß nicht, wie da das Wachstum ist, was in die Richtung geht. Ich trenne es jetzt auch ein bisschen, weil ich halt immer mehr, sagen wir mal, Fremdzeug in den Kanal reingebracht habe. Ich habe über Dinge geredet, die, sagen wir mal, bausteinfremd waren, was jetzt auch nicht jeden interessiert hat. Ich war ja letztes Jahr auch in den Staaten, habe darüber erzählt oder ich habe dann in den Staaten noch Videos gedreht. Und das war für manche ein bisschen weit weg vom Kernthema, weil ich habe ja doch noch einen vielleicht sogar recht großen Teil an Bausteininteressierten und auch Lego-Fans, die einfach diese Sachen auch sehen wollen. Und die will ich ja nicht enttäuschen und will jetzt irgendwie zeigen, Freunde, übrigens bin ich gerade in Hamburg und laufe jetzt mal rum und schaut mal die Speicherstadt, wir filmen hier mal. Das sind, auch wenn sie mich vielleicht ganz gern da anschauen, während ich da was bastel, vielleicht interessiert sie halt einfach. Ja, das spricht einen gewissen Teil halt nicht mehr an. Ne? Richtig. Und deswegen machen wir jetzt ja den zweiten Kanal auf, an dem ich einfach themenfrei rede über Dinge, die mich gerade interessieren. Und halte den Lego-Stein-Kanal und hauptsächlich sind es ja immer noch Lego-Sets, die ich zeige, den Lego-Kanal ein bisschen sauberer, was das angeht. Der verändert sich also nicht, der bleibt. Mhm. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob der sich nochmal verdoppeln wird, ich kann es mir irgendwann nicht mehr vorstellen, aber vielleicht ist der Unterhaltungswert irgendwann für die Leute so hoch, dass sie sagen, meine Güte, das geht noch weiter. Und im Endeffekt von 100 Millionen, glaube ich, die theoretische Reichweite deutsch sind, sind ja 300.000 jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Also von daher, vielleicht geht noch ein bisschen was. Hast du wahrscheinlich noch was rauszukitzeln. Das stimmt, ja. Du hast einen zweiten Kanal eben erwähnt. Genau. Wie wird der heißen? Wahrscheinlich ist es der Held. Und fertig. Wahrscheinlich der Held des Lebens. Wahrscheinlich ist es der. Nein, es ist dann vielleicht ist auch einfach nur, ja, der Held ist unterwegs. Oder? Es ist einfach die Sache, dass ich dort einfach wahrscheinlich weg von den Steinen bin. Mhm. Und vielleicht auch mit den Steinen was mache, aber ich bin vor allem ein bisschen mehr unterwegs. Ich kann mich mal mit anderen Dingen, nach denen ich gefragt werde, was es denn in Frankfurt zum Beispiel gibt, weil Frankfurt ja ein Thema ist, was ich natürlich, um das ich immer wieder kreise, dass ich da ein bisschen was zeigen kann. Diese Sachen, die werden dort einfach ein bisschen eher beleuchtet, um halt die anderen, die es nicht interessiert, nicht zu langweilen. Im momentanen Hauptkanal, ich weiß nicht, vielleicht finden die meisten dann den anderen spannender, weil ich dort mehr rede und die sagen... Vielleicht, ja.
diese Entscheidung auch so ein bisschen daraus resultiert, dass wahrscheinlich viele gesagt haben, ich höre dir unheimlich gern zu, egal was du redest? Ist das einfach ein Feedback, was massiv auf dich ein? Genau, das kommt recht stark und sagen halt immer, es ist ein bisschen schade, weil ich schneide Themen an, aber die kann ich nicht im Zuge einer Burgvorstellung unterbringen. du schweifst ja komplett ab. Ja. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das doch separat einfach und erzähle die Sachen dort. Und es kommen sehr viele Fragen, die einfach komplett off-topic sind sozusagen, die schon mit mir zu tun haben, aber ich kann ja nicht das 12. Video über Selbstständigkeit machen. Wie macht man das und wie geht man im Handel um und wie redet man mit den Banken und so weiter? Oder was ist das? Das interessiert die Leute irgendwann im Held der Steine-Kanal nicht mehr. Und leider ist ja die YouTube-Nummer, dass alte Videos kaum geguckt werden. Das ist ja so eine Geschichte, die ich, wenn man danach sucht und ich sehe die Suchbegriffe, die Analytics sind ja ausreichend, dann sehe ich, was passiert. Aber trotzdem, es geht um, was erzählt er Neues, was die nächste Woche passiert. Mhm. Und das hat halt eher Podcast-Charakter. Mhm. Und dahin wird der neue Kanal gehen, dass es dann eher ein Podcast ist. Mhm. Aber wie gesagt, er ist noch gar nicht live, es ist noch alles entspannt. Je nachdem, wann ihr hier ausstrahlt, ist ja live. Ja. Nächste Woche. Aber dann muss man gucken, ob der Kanal dann schon kommt. Aber er kommt. Ja, okay. Krass. Da sind durchaus Entwicklungen drin. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, also erstmal noch eine Frage, die ich noch im Kopf habe, die auch jemand gefragt hat. Ich soll dich noch fragen, wie du die Lego Mindstorms-Reihe findest. Ja, die Mindstorms-Reihe. Ich weiß nicht genau, warum die Frage gestellt ist. Vielleicht kannst du auch das interpretieren, warum die Frage jetzt so... Also sie kommt, weil ich bei den Katalogvorstellungen, und dann gibt es den Mindstorms, darüber brauchen wir ja nicht mehr reden. Und ich kriege einen Ball. Okay. So, da vielleicht ist dann doch mal, dass man darüber mal reden sollte. Das Problem ist, der Mindstorms ist eigentlich eine sehr gute Idee. Grundsätzlich, dass er einen programmierbaren großen Stein hat und er hat viele Motoren dran und es sind nur ein paar Lego-Steinchen dabei, darum geht es nicht. Und man kann dann programmieren, was man daraus baut, dann machen soll. Mhm. Und das ist nett. Und das wird an Schulen eingesetzt, vielleicht in der Informatik-AG oder es gibt vielleicht sogar eine Mindstorms-AG. Und dann gibt es Studenten, die dann Software schreiben und draufprügeln und die machen dann tolle Dinge damit. Und da sind unendliche Möglichkeiten, wie man es programmieren kann. Das verstehe ich auch komplett. Problem ist, das Produkt habe ich im Katalog Ende 2012 bekommen. Mhm. Und das ist ein Elektronikbaustein, der jetzt seit 8 Jahren im Markt ist. Ohne Update. Unverändert. Unverändert. Mhm. Für den gleichen Preis. Und das ist halt abenteuerlich. Also da sind wir in Fantasieregionen unterwegs. Den kostet 350 Euro. Das ist unfassbar. Das Teil kann nichts. Mhm. Und das geht halt einfach nicht. Das kannst du für 75 Euro in den Markt bringen noch. Ist in Ordnung. Aber das wird auch immer noch produziert. Ja. Ich meine, gut, vielleicht haben sie einfach 2013 so viele produziert, dass sie heute noch nicht losgeworden sind. Aber ist unfassbar. Das ist so ein Produkt, das einfach nicht geht. Und man hätte, ich verstehe halt Lego nicht, warum sie bei so einem Produkt keine Verknüpfungen bauen, keine Ahnung, dass sie einen Schnittstelle reinbringen für eine GoPro oder für Raspberry Pi oder für irgendetwas, um das mal aufzumachen. Nein, die sagen hier, die Universitäten kaufen ja noch. Ich meine, so Bildungseinrichtungen, das ist so egal, was das Ding kostet. Da werden halt 20 Stück bestellt, fertig, wird gebastelt. Man kann damit ja auch gute Sachen machen, aber das kannst du nicht ernsthaft einem Einzelhändler geben. Mhm. Also, und vor allem nicht für 350, was soll ich den Kunden da sagen bei 350 Euro? Ja. Ich meine, du kriegst für 200 Euro ein Telefon, du hast 100 Mal mehr erkannt. Ja, stimmt. Und dann kaufst du für 350 Euro ein Ding, das hat ein Screen, das ist nicht mal ein Touch. Das ist noch mit Pfeiltasten zu winken, sieht aus wie ein Gameboy. Und das kannst du keinem geben, das Ding. Mhm. Mhm. Für die 350 Euro im Einzelhandel. Ich rede nicht über Universitäten, das ist was anderes. Klar. Und das ist aber die gleiche Sache wie jetzt bei den neuen Technik-Sachen, dass sie sagen, ja, wenn du programmieren kannst, kannst du damit tolle Sachen machen. Sag ich, ja, jetzt können wir mal ausrechnen, wie viel Prozent der Lego-Kundschaft, vor allem der Kinder, programmieren kann. Ja, wenn sie es können, machen sie wahrscheinlich was ganz anderes. Da fange ich mir nicht an, Mindstorms zu kaufen. Nee, okay. Ja. Also das sind diese Gedankenspiele und sowas macht Lego oft. Mhm. Und das ist merkwürdig. Mhm. Aber sie sagen halt, der Neukunde ist doch egal, der eine kauft es einmal. Ja, der Neukunde sieht es, findet es toll, weiß nichts davon. Und, genau, ist ein programmierbarer Roboter, das ist ja Zukunft. Das ist was für unsere Kinder. Ja. Wie sieht das denn im Laden aus? Jetzt hast du nur, habe ich am Anfang schon gesagt, 3 Tage im Monat geöffnet. Richtig. Sehr, sehr cool. Womöglich hast du aber auch nicht viel Zeit, um das alles dann dem eigenen Qualitätsanspruch, wie ich das hier raushöre, dann gerecht darzulegen. Ganz genau. Wie sehen diese 3 Tage aus? Du hast nämlich auf deiner Seite auch stehen, plant ein bisschen Zeit ein, es können nicht alle gleichzeitig rein. Wie sieht so ein Tag denn aus? Also es ist dann offensichtlich dann schon ein kleiner Run wahrscheinlich auf so einen Donnerstag. Ja. Es ist ein ganz klein wenig wetterabhängig noch. Also wenn schönes Wetter ist, ist noch ein bisschen mehr los. Wenn es irgendwie gruselig stürmisch ist, ist noch ein bisschen anders. Aber normalerweise stehen vor 10 Leute da vor der Tür und warten. Und dann geht es eigentlich, ist der Laden gefüllt, bis ich ihn wieder zumache. Zwischendurch gibt es mal merkwürdige
Pausen, wo mal 5 Minuten auf einmal keiner da ist. Das ist so ein bisschen verblüfft. Ja. Aber dann kommen die nächsten 8 dann schon wieder. Nächstes, wie gesagt, man muss mal gucken. Ich nehme an, das wird sich jetzt tatsächlich über diese 3 Tage auch durchgehend füllen. Viele kommen halt durchreisend vorbei. Mhm. Ja, wollen ihre... Sie wollen dich sehen. Die Durchreisenden wollen ein Foto und wollen ein bisschen plaudern. Mhm. Also ein Plaudern ist natürlich ein Thema. Ich freue mich immer, wenn 4, 5 gleichzeitig da sind. Dann kann man mit der Menge reden. Und er hat nicht viermal die gleiche Frage nacheinander. Immer die gleichen Antworten, was sie dann auch die ersten wieder ein bisschen langweilig finden und so weiter. Dann kann man gucken, kann man das ein bisschen gemeinsam machen. Dann gucken die sich um. Ja, der Laden ist tatsächlich so klein. Mhm. Und dann schauen wir ein paar Sets an vielleicht. Viele haben zum ersten Mal ein Set in der Hand, das nicht von Lego ist, aber auch ein Bausteinhersteller. Mhm. Mhm. Weil viele Händler immer noch Angst haben, neben Lego was anderes zu stellen. Und dann sind sie, gucken sie mal, vielleicht nehmen sie noch was mit, haben vielleicht was reserviert vorher. Da schreibst du auch inzwischen auf den... Ja, ja, na klar, da wird unterschrieben, wie gesagt, Foto gemacht und alles und fröhlich, Tässchen mitgenommen und alles ist gut. Krass. Das ist so die, das ist so die Idee und das klappt. Das ist eigentlich auch lustig. Also das ist ja auch die Geschichte, ist aber natürlich was anderes. Viele erwarten halt auch, wenn ich in den Laden komme, dass ich da stehe und Dauermonologe halte. Was ja aber nicht zwingend der Punkt ist. Viele Kunden erzählen einem ja auch erstmal was, worauf man dann antworten kann mit dem richtigen Produkt. Und dann sagen sie, aber du bist ja ganz anders als im Video, sag ich. Wir sind halt auch hier in der Interaktion. Ist eine ganz andere Situation, klar. Ist eine ganz andere Situation. Das klappt ja nicht. Ihr werdet komisch berührt, wenn ich hier einfach dauernd durchrede und auf keinen eingehe, der vor mir steht. Das wäre auch merkwürdig. Ja. Und, aber dann klappt es eigentlich. Da wird viel. Es war ja immer die Sache. Bei mir haben wir schon gesagt vorher, ich hatte jetzt zuletzt 2 Tage die Woche offen. Also jede Woche, aber immer Freitag, Samstag. Aber ich habe Mittwoch, Donnerstag dafür die Ware bekommen und Freitag, Samstag dann verkauft und Sonntag, Montag den Laden wieder aufgeräumt und alles weggeschafft und wieder bereit gemacht. Das heißt, im Endeffekt waren es immer, 5 Tage auf jeden Fall, die ich jede Woche mit dem Laden verbracht habe, obwohl er nur 2 Tage offen war. Mhm. Was natürlich ein gewisses Problem war. Weil dann war zum Beispiel nach Hamburg zu kommen, war nicht möglich. Ja, das ist sehr gut, dass das jetzt funktioniert. Und deswegen kam mir dann auch diese Umstellung, um aufzunehmen, damit ich auch wieder mehr Sets aufbauen kann. Mhm. Lego-Sets, da brauche ich keine Vorbereitung mehr. Die reiße ich auf, baue sie auf, mache das Video. Das ist quasi ein Prozess, weil mich nichts mehr überrascht. Bei den anderen brauche ich ein bisschen mehr Recherche. Mhm. Und der Einkauf dauert länger, es sind neue Prozesse, ist alles so ein bisschen das Ding. Und dann werden diese 3 Tage tatsächlich geballt für die Kunden dann da sein. Mhm. Und da werden keine Lieferungen währenddessen kommen. Und dann habe ich auch... Du bist perfekt vorbereitet, hast alles da. Ich habe die Sachen da, um die es ging. Ich habe auch nicht im Hinterkopf, verdammt, ich muss eigentlich heute um 19.05 Uhr, wenn der Laden zu ist, noch ein Video drehen, weil das für morgen noch nicht fertig ist, sonst irgendwas. Ich habe jetzt die Sachen tatsächlich ein bisschen professioneller vorbereitet. Ja, ja. Und das trägt sich wahrscheinlich auch sehr gut, oder? Das ist wahrscheinlich, also durch YouTube, durch deine ganze Bekanntheit, du hast eine Kooperation mit Bluebricks, habe ich gesehen. Genau, mit Bluebricks habe ich eine Kooperation, dass ich momentan bei denen im Kanal Gast bin und sie mir Sets geben und ich mir die anschaue. Das war die Sache, auch eine Reaktion darauf, dass ich halt immer mehr Fremdmarken zu mir in den Kanal genommen habe und ich irgendwann bei 3 Videos die Woche keine Chance mehr hatte, alle Sets vorzustellen, die ich vorstellen wollte. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich jetzt irgendeine Neuigkeit bei Bluebricks habe, dann zeige ich die doch bei denen im Kanal. Die Leute, die das gucken wollen, sind da ja auch Abonnent. Oder wissen es dann von mir, dass ich es dort gemacht habe, können sie es dort anschauen. So kam diese Kooperation zustande und es sind nette Leute, die sind direkt bei mir um die Ecke. Also es ist ja perfekt. Viertelstunde entfernt. Mhm. Und dann ist das prima und hat für beide Seiten natürlich dann die Vorteile. Meine Bekanntheit bei denen im Kanal und ich finde die Jungs da sehr nett. Ich sitze einfach mit denen gerne da. Es ist ja auch der Punkt, es macht mir Spaß. Ja. Und wenn mir einer was vorschlägt, was mir Spaß macht, dann ist das eine gute Sache. Da denke ich gar nicht lange über Werbewerte oder irgend so einen Unsinn nach. Ich denke mir einfach, die sagen, hier kommst du vorbei, wir haben ein Set, wir stellen das zusammen vor. Mhm. Spitzenklasse. Das ist auch so die Reise, die jetzt auch so weitergehen wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren. Und das scheint sich ja auch gut zu lohnen. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, damals diesen kleinen Laden zu öffnen, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also allein der Spaß. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die sich trägt. Das ist ja auch immer die Geschichte mit dem Einzelhandel, wenn... Viele sagen jetzt, oh, du machst das, ich will das auch machen. Also man sollte es auch durchrechnen, dass man am Ende von irgendwas leben kann. Ja, natürlich. Das ist ein wichtiges Element, was bei der ganzen Freude und dem Produkt, das man vielleicht mag und es sieht dann nett aus und so weiter. Man arbeitet halt unglücklicherweise die 7 Tage die Woche mit dem Laden. Und den sollte man dann schon mögen und am Ende muss es ja auch klappen. Ja. Das ist so eine Gesamtgemengelage. Wenn die passt, ist es traumhaft. Ich will nichts anderes machen. Aber wie gesagt, bis dahin dauert es halt einen kleinen Moment. Hast du eigentlich schon mal irgendein Video im Nachgang gelöscht? Ich habe... Wo du nicht so zufrieden mit warst? Oder? Nee, das nicht, nein.
Ich habe mein erstes Review vom, wie ich es nenne, blauen Elend deaktiviert. Das blaue Geländelaster von Lego, katastrophales Produkt. Das war eigentlich. Es gibt keine katastrophalen Produkte bei Lego. Ja. Doch. Es ist ein mittelmäßiges Produkt, was okay wäre für einen halben Preis. Aber so wie es im Katalog steht, ist es eine Katastrophe. Und wieso hast du es dann deaktiviert? Und ich habe ein Video gemacht und habe es live geschaltet und habe halt gesagt, das ist das, was ich jetzt von dem Produkt so halte. Und ich habe gemerkt, ich war wesentlich zu nett. Ach so, okay. Das Produkt ist wesentlich schlechter. Wesentlich schlechter. Es war halt dann so, weiß ich nicht, eine Woche später oder sowas. Und ich habe das Ding ja aufgebaut gehabt. Ich bin weiter damit rumgefahren und habe mir das angeguckt. Ich habe das erste Kundenfeedback zurückgekriegt, die dann auch aufgebaut haben. Ich dachte, das Ding ist eine Katastrophe. Das kannst du keinem geben. Und dann habe ich nochmal ein neues Video gemacht und habe gesagt, zurückgerudert und gesagt, das geht nicht. Ich habe die Videos auch eine lange Zeit parallel geschaltet gehabt, nur die Leute haben halt nicht drunter geguckt, von wann das Video jeweils ist. Nee, klar. Und dann haben sie sich gewundert, warum sich meine Meinung verändert hätte über die Zeit, warum ich es jetzt positiver sehe. Da habe ich gesagt, das Video ist älter als das ursprüngliche. Und ich habe das Produkt ja auch bei mir aus dem Sortiment gelöscht und habe es nie für angeboten. Und deswegen war halt das Thema, dass das alte Video weg musste, weil ich dort noch gesagt habe, ihr könnt zu mir kommen, ich versuche es zu rabattieren, wir müssen mal gucken, was passiert. Verstehe ich. Ja. Deswegen, das habe ich deaktiviert und ein neues Video gemacht. Das war eine gute Bilanz, wenn das das Einzige war. Der Grund ist ja nun wirklich nachvollziehbar. Du bist dann ja eher ins noch kritischere gegangen. Das ist natürlich dann noch ein bisschen authentischer. Ja. Guckst du das eigentlich nochmal Probe, bevor du es dann hochlädst? Ja, also aus zwei Gründen. Also erstmal muss ich gucken, dass ich nicht irgendeinen wirklich groben Unsinn geredet habe. Es kann ja sein, dass ich mich einfach komplett verredet hätte, dass einfach nichts davon geht. Ich habe Videos, und das meinte ich jetzt erstmal, also das habe ich mal deaktiviert. Ich habe natürlich auch schon mal während der Aufnahme oder nach der Aufnahme, keine Ahnung, gemerkt, dass ich irgendwie irgendwas noch komplett im Bild stehen hatte, was ich aus irgendeinem Grund nicht gemerkt hinter mir, was weiß ich, noch irgendeinen Koffer stehen gehabt, den ich da hingestellt hatte und ich habe es vergessen. So ein Video muss ich dann nochmal machen, aus technischen Gründen. Ja. Aber ich gucke sie danach nochmal an, um den Koffer zu sehen, der da steht. Ich mir denke, was hast du denn da getrieben? Die zweite Sache noch, ich erzähle sehr viele Produktnummern während des Videos. Und diese Produktnummern verlinke ich unter dem Video, damit diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, auf einen Link klicken können und dann das Produkt sehen bei Amazon. Ja. Und ich merke mir nicht, was ich während des Videos sage. Aber du hast schon ein gutes Gedächtnis für diese Nummern, oder? Ja. Also es ist schon sehr auffällig, dass du gerne Nummern redest. Ja, Ich denke in Nummern und in den Systemen. Das ist, da komme ich her, das kann ich mir merken. Ja, krass. Und es ist für mich halt auch eine Einordnung einfach nur. Aber da ich Händler bin, mit den anderen Händlern rede ich nur in Nummern und die auch. Also das ist nichts, was ich exklusiv hätte in irgendeiner Form. Jeder, der mit Lego tief im Thema ist, redet über die Nummern. Und das ist einfach und ich rassel die dann runter und dann danach gucke ich mir das Video an und schreibe dann die Nummern unten drunter mit, damit ich die richtig verlinke, damit jeder weiß, was ich so erzählt habe. Ja. Das ist so der Punkt. Aber ansonsten, das eine Mal angucken langt mir. Das lasse ich dann auch wie ein Podcast nebenher laufen und schreibe einfach nur mit. Und dann bin ich happy und das Ding geht live. Also das ist ja schon das nächste Video. Ne? Das ist ein fortlaufender Prozess bei dir. Ist ein fortlaufender, genau. Also muss jetzt mal gucken. Das wird jetzt natürlich noch mehr mit dem anderen Kanal. Müssen wir gucken, dass wir da auch noch ein Video irgendwo reinquetschen die Woche. Und dann ist es nett und dazu fahren wir noch ein bisschen rum. Und ich habe ja auch für die Social-Media-Kanäle, was ja immer dann noch parallel Hand in Hand läuft, dass natürlich das Interesse steigt, dass man auch mal gucken möchte, was bei Instagram passiert. Ja, das auf 50.000 Follower, glaube ich, ist schon ordentlich. Die gehen dann auch, wenn man natürlich dann sagt, was macht er denn eigentlich? Oder wollen wir ein Bild sehen, wie sieht denn das eigentlich bei mir im Studio von der anderen Seite aus? Ja, ist sicher, klar. Und das sind dann Sachen, die sind dann da. Und das ist ja immer der Punkt, weil halt das Feedback für mich auch kam, es interessiert mich aber nicht, wie dein Studio aussieht, zeigt das Set. Also mische ich es nicht in einen Kanal, sondern sage, wer Interesse hat zu gucken, wie ich was mache und wo ich gerade bin, der guckt bei Instagram. Ja, gute Idee. Da ist ein Kernkanal, weil ja auch viele sagen, ich soll nicht verwässern, was ich tue oder ich soll nicht von den Wurzeln weggehen oder sonst was. Und deswegen mache ich eigentlich immer nur ein Add-on. Kommt was Neues, was ich auch noch mache, damit die Alten, die das mögen, was ich früher gemacht habe, immer noch das Gleiche bekommen. Wenn es ihnen doch gefallen hat, warum sollte ich es ändern? Ja. Sehr gute Idee. Viel Erfolg dabei weiterhin. Viel Spaß. Herzlichen und dass Dank. Das auch läuft jetzt mit dem Laden, mit den Öffnungszeiten, dass das sich so trägt die nächsten Jahre. Das scheint ja wirklich hier das perfekte Modell zu sein, das du da gefunden hast. Hoffe ich. Es klingt auf jeden Fall so. Ja. Und vielen Dank, dass ihr extra nach Hamburg hier gekommen seid. Ja, es ist mir eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung. Verbringt dann noch ein paar schöne Tage hier. Es lohnt sich auch. Danke sehr, auf jeden Fall. Da zu sehen. Ja, das war's für heute vom Sprechplanet. Da sind wir und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Dann haben wir auch Februar.